So, Ulig. Ihr Lieben, hallo. Ich habe natürlich... Ach, Mensch. Jetzt war ich so nervös, habe den ganzen Tag verbracht, mit meinen Gästen zu sprechen, dass ich nicht geschafft habe, ihr Lieben, hört ihr mich gut, dass ich nicht geschafft habe, mich vorzubereiten. Das kann ja alles gar nicht sein. Ha. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen Spezial. So ist es an der Zeit, dass wir hier mal Spezial was machen. Wartet ganz kurz, gleich habe ich's. Jetzt kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich freue mich irrsinnig, dass ihr heute dabei seid am Dienstagabend. Ich finde das eine große Ehre und ich glaube, das wird ein sehr besonderes Ulig Stilles Örtchen Spezial, weil es sehr wichtig ist und ihr wisst, ich würde das gar nicht politisch nennen, ihr wisst, dass ich ich setze mich gerne für Sachen ein, aber ich finde, dass es nicht inflationär wird, mache ich das sehr ausgesucht. Schaut mal, passt das? Hier. Ah. So, da sind wir. Und zur Feier des Tages kriegt ihr auch, weil das Spezial ist, kriegt ihr einen anderen Badeanzug an. Schaut. Ah. So. Perfekt. So, es geht um die Sichtbarkeit 47+. Es werden heute, wenn das alles klappt, technisch kann es eine Katastrophe werden, weil manche technisch auch nicht so versiert sind. Hier möglicherweise das Internet nicht hält. Ich hätte heute eigentlich in München sein sollen, bin jetzt aber noch in Kärnten sozusagen. Und ich habe schon wieder sozusagen gesagt, habt ihr es gehört? Ich habe schon wieder gesagt, mir bricht auch der Schweiß aus. Ich bin das erste Mal seit langem, ich bin immer beim stillen Örtchen nervös, aber jetzt bin ich das erste Mal seit langem richtig nervös. Richtig, weil ich möchte das gut machen, weil mir das ganz wichtig ist und weil das ein ganz spezieller Abend heute wird. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stille Mörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulig. Ja, ihr Lieben, heute sind viele Damen dabei, ja, die sichtbar sind mit 47+. Und ganz am Anfang möchte ich eine ganz besondere Person reinholen, nämlich die Tina. Und zwar finde ich, und deshalb hole ich die auch am Anfang rein, dass die stellvertretend für euch ist, sozusagen sie ist eine Zuschauerin, die selber einen wahnsinnigen Erfolg auf Instagram hat, ganz, ganz toll war. Die stillen Örtchen-Fans von euch, die kennen sie. Sie war bei mir zu Gast vor 2 Wochen und ich habe sie heute angerufen und gesagt, Tina, kommst du, also nicht heute, ich habe sie letzte Woche schon angerufen, gesagt, Tina, kommst du bitte dazu, weil natürlich werden heute viele Schauspielerinnen kommen. Und wir sind ja auch so ein, wo man das Gefühl hat, so das ist so der Inner Circle, ne? Da kommen heute sehr viele. Und mir war es aber ganz wichtig, eine zu haben, die eigentlich Publikum ist und die aber trotzdem seit 2 Jahren Content Creator und Influencerin geworden ist und da eine riesen Fangemeinde beeindruckt mit dem, weil sie so ist, wie sie ist. Und dieses Leben, was sie hat, das sehe ich alles in Filmen nicht. Ja, aber es folgen ihr ja ganz, ganz viele Frauen unseren Alters und älter, weil sie sagen, die ist echt, die ist real, das schaue ich mir an. Und die hole ich jetzt dazu, sozusagen stellvertretend für euch. Tina, wo bist du denn heute? Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du kommst. Und ich... Da ist meine Zuschauerin! Ich bin so stolz, dass das alles funktioniert. Es ist der Hammer. Also danke. Ein Hoch auf Sven. Mega. Ausnahmsweise ein Mann, der auch. Ja, Wahnsinn. Nein, es ist also groß. Ich bin sehr dankbar, dass es funktioniert. Super. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Tina. Ich möchte das nochmal erklären. Du bist ja sozusagen, und das finde ich ganz wichtig, ja, du bist viele Jahre in einem Beruf gewesen, der ein großer Berufskategoriezweig in Deutschland ist. Du bist Erzieherin gewesen, ja, oder bist es ja noch, ne? Du arbeitest darin nicht mehr. Also in einem Pflegeberuf, da sind ganz, ganz viele von euch drin. Und wo man ja auch plötzlich nicht mehr sichtbar wird und wenn man älter wird und das plötzlich nicht mehr ertragen kann, was alles los ist, die ganzen Zwänge und alles, und wegbricht, dann wird man ja eigentlich abgeschoben. Du hast Glück gehabt, dass du da rausgekommen bist und dass du dir eine zweite Karriere aufgebaut hast. Und es folgen dir wirklich, ich glaube, zu 90% Frauen. Ja, ja. Ich glaube sogar 95%, ja. Und auch unser Alter. Und die folgen dir, weil du eine von ihnen bist. Ja. Oder? So kann man das sagen, oder?
So kann man das sagen und das ist auch das, was ich hier vermitteln möchte. Ne? Ich bin so, wie ich bin. Ich sage die Dinge so, wie sie sind. Ich werde dafür auch gerne mal gesperrt hier auf diesem Planeten, hätte ich fast gesagt, auf diesem Kanal. Ja, weil ich halt auch so bin, wie ich bin. Ne? Ich meine, ich habe den Körper so, wie er ist. Ich bin 48 und habe mein Leben schon zu einem Großteil hinter mir. Und warum ist da so wenig Präsenz auch im Fernsehen? Das ist ja unfassbar. Ne, es gibt die ganz Jungen, dann gibt es wieder die wesentlich Älteren. Aber wo ist denn dieses Mittelstück? Wo genau ist dieses Mittelstück? Und ich meine, wir haben ja was zu erzählen. Ne? Ich meine, mit 48 Jahren, muss ich dir ja nicht sagen, da ist man nicht unbedingt mehr verheiratet. Man ist vielleicht auch alleinstehend. Man hat so viel zu erzählen und auch gerade für junge Frauen, ne? Mhm. die mir Fragen stellen und die wirklich teilweise um Hilfe bitten, was nicht nur was Kindererziehung angeht, sondern einfach sagen, Mensch, Tina, du bist so toll, wie du bist. Und ich glaube das ja dann auch manchmal nicht. Ne? Also ich habe ja manchmal auch meine Selbstzweifel, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Ich meine, wer hat die nicht? Aber ne? Deine Figur, also dein Leben, sowas, dass jemand plötzlich sagt, Guido Maria Kretschmer, hallo, guten Abend. So, als ein Frauenversteher, der auch 47 plus liebt, möchte ich sagen. Nein, und es ist ja ganz wichtig, dass wir gesehen werden. Ich hole jetzt mal die Gesine dazu, dass du die kennenlernst. Du bleibst bitte noch dabei. Gerne. Ich hoffe, dass das jetzt technisch funktioniert. Gesine ist nämlich die Initiatorin dieser Kampagne mit der Silke Burmeister zusammen. Die kommt nachher und dann kommen auch noch ganz viele andere. Silke, da! Gesine! Hallo! 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 Sag mir bitte, warum 47 plus? Das kann Silke nachher besser erklären, weil die 47 plus haben Paliflux erfunden. Aber als wir darüber gesprochen haben, und bei mir war natürlich mehr im Kopf so 50 plus, aber das fängt ja schon tatsächlich mit Mitte 40 an, ja, dass man so nicht mehr vorkommt. Deswegen ist die 47 plus eine ganz kluge Zahl, finde ich. Ja. Tina, pass auf, ich nehme dich kurz raus, dass wir die Gesine größer sind. Ich hole dich nachher wieder rein. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Als Zuschauerin dabei. Toll. Gesine, erzähl mir bitte, du hast es ja wirklich mit ins Leben gerufen und kämpfst dafür. Warum? Also ich zusammen mit Silke Burmeister und ihrer Online-Plattform Paliflux, also das möchte ich betonen, weil ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass wir Frauen lernen müssen, uns zu verbinden. Wir haben immer gelernt, Einzelkämpferinnen zu sein. Caroline Kebekus hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, es kann nur eine geben. Wir müssen aufhören damit, wir müssen uns alle verbinden. Und genau, also das war eigentlich der Motor und das muss das Ziel sein. Das muss das Ziel sein. Ich hole mal die Silke auch dazu. Warte mal. Und ich finde aber, und das ist natürlich auch mit viel Gefahren so, Silke, wo bist du denn? Die hat gar keine Anfrage gestellt. Da geht schon das Erste los, sage ich dir. Ja, das, wir haben ja schon besprochen, Elena, du gibst ja einen Kurs, ne, an die Kollegen und Kolleginnen. Ich gebe einen Instagram-Kurs. Ja. Zusammen. Silke! Frau Burmeister, guten Abend. Sie hängt. Hängt sie? Ja, sie hängt. Ah, jetzt. Haben wir mit ihr das Internet besprochen? So, jetzt. Jetzt funktioniert es hoffentlich. Silke, du hängst. Ja, das wird sich dann gleich aufbauen. Sag mal bitte, warum hast du 47 plus gegründet und warum 47? Also bei Paliflux, also es ist ja eine Online-Plattform, die ich initiiert habe, und das geht eben um Frauen in diesem Alter, sage ich mal. Und wenn ich sage, aber das ist für Frauen ab 50, habe ich gedacht, das klingt so scheiße. Das klingt halt gleich nach Bild der Frau und Diäten für Frauen ab 50. Und dann habe ich mich gefragt, wann eigentlich diese etwas schwierige Zeit mit den großen Umbrüchen, wo man nicht mehr weiß, wer man ist, wann geht das los? Und habe ich gedacht, das ist so mit den Wechseljahren, habe ich gedacht, die kommen so meist Ende 40. Und dann war 47 einfach eine tolle Zahl. Außerdem denkt man dann an 47,11 und das ist ja schon wieder total lustig. Genau. Und du hast... Und was ist dein Anliegen oder was ist euer Anliegen? Und was ist wirklich mit dem Film? Wir kommen ja nachher, kommt auch Professorin Frau Pommer, das ist ja ganz spannend, ne? Die von der Medienforschung ist, die da auch Studien erzählt und sowas. Dass man, es ist einem ja gar nicht so bewusst, wenn man nicht wirklich drüber nachdenkt. Man nimmt es als gegeben hin.
Naja, also das, wir sind 21 Millionen Frauen über 47 in diesem Land. Das ist ein Viertel der Gesellschaft. Und Silke hat letztes Jahr im Februar einen ganz tollen Artikel geschrieben, Zeit Online. Da hat sie das erste Mal ja schon darüber geschrieben, dass Frauen in Film und Fernsehen nicht mehr vorkommen. Und darauf baut unsere Kampagne auf, dass wir das verändern. Das heißt, was heißt nicht mehr vorkommen? Ja, das Ding ist halt irgendwie, also man hat es ja, jetzt stotter ich gerade rum, aber was ich sagen will, ist, dass uns doch allen auffällt, wenn wir so ein gewisses Alter erreichen, dass wir nicht mehr so wahrgenommen werden. Also wir werden nicht mehr angeflirtet, aber auch ich merke irgendwie, ich saß im Restaurant und ich hatte wirklich eine leuchtfarbene Bluse an und dachte, mir wird das nie passieren, dass ich nicht bedient werde. Und diese Männer, die pesten an uns vorbei und die haben uns einfach nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, das erleben ja ganz, ganz viele Frauen von uns, dass man eben nicht mehr wahrgenommen wird. Das war dann auch die Idee von Paliflux zu sagen, okay, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns richtet oder viele Moderatoren im Fernsehen werden ja abgesetzt, wenn sie so ein Alter erreichen, dann machen wir das selbst. Und so haben wir die Plattform gegründet und ich war in meinem früheren Leben, war ich Fernsehkritikerin und ich habe irrsinnig viel Fernsehen geschaut und war auch in der Grimme-Jury rauf und runter und so. Und da ist mir dann eben irgendwann auch aufgefallen, dass da so eine wahnsinnige Diskrepanz ist, dass das, was im Fernsehen gezeigt wird, wenn wir überhaupt gezeigt werden, da wird ja gleich Elli Prommer was zu sagen, dass das überhaupt mit unserem Leben nichts zu tun hat. Also mein Leben ist anders als meiner Freundinnen. Das ist so, also diese Geschichten, diese interessanten Geschichten, die da einfach passieren, die finden da nicht statt. Also die sehen wir im Fernsehen nicht. Stattdessen sind die Frauen im Fernsehen irgendwie immer traurig, weil sie verlassen wurden, weil sie irgendwie betrogen werden. Die sind immer verbittert oder sie müssen sich immer kümmern, weil da halt irgendwelche Enkel sind. Und da denke ich, nee, das ist so ein, oder wir denken das, Gesine denkt das ja zum Glück auch, das Leben ist doch so viel mehr und wir sind so viel mehr und so wie Tina, ne? Also das ist doch, wo ist denn das Leben von Tina? Und das ist nicht existent. Das ging uns ja, uns geht das ja, uns Schauspielerinnen geht das natürlich, bei uns fängt das an, wenn bei uns Drehbücher auf dem Tisch landen. Du kennst das ja auch, Elena, dass man sich nicht wiederfindet und immer denkt, ach du meine Güte, was muss ich denn da spielen? Wie viele Kämpfe führen wir dann in den Vorgesprächen, dass man sagt, Leute, sowas gibt's doch gar nicht mehr. Und wieso ist jetzt mein Partner schon wieder 20, 30 Jahre älter? Und also sowas, also erlebe ich in meinem Leben nicht, in meinem Umfeld nicht. Und warum müssen wir ständig irgendwelche Sachen spielen, die eigentlich sich nur in dieser Fernsehrealität hält? Wir wollen einfach die Realität reinholen. Und ich muss euch auch immer hohe Schuhe anziehen, wo ich sage, ja. Und man hält mir auch immer so ein Bauchfellköschen, wo ich sage, ich trage das nicht mehr. Weißt du? Ja. So, genau. Bei den Kostümen fängt es an. Ja. Wenn man so aussieht wie ich, muss man immer irgendwie so Jill Sander-artige Klamotten tragen. Also wie oft ich schon in Kostümgesprächen gesagt habe, ich möchte keine Jill Sander-artigen Klamotten tragen. Ich möchte aussehen, wie Frauen heute aussehen. Und die laufen eben auch mal in einem Hoodie oder keine Ahnung. Aber das ist einfach so eine Fernsehrealität und so. Und da rennt man gegen Wände. Das ist wirklich, wir reden uns da seit Jahren den Mund fusselig. Und ich finde, es ist Zeit. Und Silke hat da irgendwie so diesen Punkt gesetzt, weil sie in ihrem letzten Absatz von ihrem tollen Artikel letztes Jahr geschrieben hat, wenn wir daran was ändern wollen, das macht niemand für uns. Das müssen wir selber machen. Und wir Frauen haben ja gar nicht gelernt, für uns selber uns einzusetzen. Ja, also ich kann das selber aus meiner eigenen Biografie sagen. Ich kämpfe schon seit Jahren für Frauenrechte, für Frauen auf der ganzen Welt. Aber für mich selber sich einzusetzen, das fällt mir wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Und ich glaube, das müssen wir alle lernen. Und vor allem müssen wir lernen, auch das nicht zu be- oder verurteilen, wenn eine von uns das macht. Und deswegen ist, glaube ich, das Tolle an dieser Kampagne, dass wir das erste Mal uns auf so eine große Art und Weise verbinden. Ich habe, seit ich diesen Beruf mache, noch nie mit so vielen Kolleginnen gesprochen wie in den letzten 2 Wochen. Ja, und ich habe ja dann auf jeden Fall mitgemacht, weil ich ja auch lange, ich mache ja auch nicht bei jeder Sache mit, und habe gedacht, ja, das finde ich einfach großartig, weil das stimmt. Ja, und wir sind viel zu oft, neigen wir uns, gerade Frauen, also da, ihr Lieben, fragt euch auch mal zu Hause, ja, das wird auch gleich die Frau Prommer sagen, es gibt das Thomas-Prinzip, der Thomas stellt den Thomas ein. Das Interessante ist aber, dass eine Frau in einer hohen Position auch den Thomas einstellt.
Ja, also dass wir ganz oft uns gegenseitig nicht featuren oder Angst haben, weil es gibt immer nur eine von uns. Also auch in den Filmen, ja, ist, wir werden immer als etwas Besonderes dargestellt. Ja, es gibt sozusagen. Aber das ist auch ein ehrenes Fernsehgesetz. Also das teilen ganz viele von uns, also aus aber eigener Erfahrung. Ich habe mehrfach aus Redaktionen den Satz gehört, nein, in dem Film ist ja schon eine mittelalte Frau. Eine zweite mittelalte Frau oder um Gottes Willen eine andere alte Frau kann es nicht geben. Ja, das meine Warum? Ich. Wir sind immer nur eine. Ja. Und dadurch werden wir immer, kämpfen wir gegeneinander um die eine Rolle, was einfach der totale Schwachsinn ist. Aber ich finde ja auch, ich habe ja das Gefühl, dass das bei euch Schauspielerinnen jetzt also wirklich auch extrem ist. Also in meinem Leben ist das nicht so extrem. Also da finde ich eher, da beobachte ich, dass dieses Konkurrenzverhalten aufhört, dass da stattdessen eine wahnsinnige Solidarität unter Frauen ist, ein wahnsinniges Aufeinanderzugehen und dann sagen wie, ja, du auch, ja, bei mir auch. Und dann kann man drüber lachen. Also das hat, glaube ich, mit eurem Beruf zu tun, dass das so extrem ist. Und ich habe das ja jetzt so ein bisschen mitgekriegt, als wir diese Kampagne vorbereitet haben. Und da habe ich gedacht, ey, die armen Frauen, also so ein Scheiß, das möchte ich nicht erleben. Und da bin ich total froh, dass das bei mir ein bisschen und wie viele sind. Aber wir können das ja aufrollen. Bei euch. Wie viele Angst haben, mitzumachen, weil sie Angst haben, man könnte vielleicht sie nicht mehr besetzen. Ja, und das, was Silke gesagt hat, bedingt sich natürlich, dass, weil es halt eben in den Filmen immer nur so eine Frauenfigur gibt, arbeiten wir nicht zusammen und ist bei uns sehr stark dieses, es kann nur eine geben. Aber da wir ja gerade wollen, dass andere Geschichten erzählt werden und wie Silke das gerade gesagt hat, ich meine, wie absurd ist das? Allein so Freundinnen untereinander, ja, dass man sagt so, okay, aber eine Frau, dass jetzt eine Frau so wirklich alles immer so ganz alleine durchmacht und erlebt, also das ist auch nicht meine Realität. Wir haben alle eine beste Freundin, wir haben alle Freundinnen, wir tauschen uns immer aus. Also auch da, warum werden denn die Geschichten nicht so erzählt, wie wir sie erleben? Wie Silke gesagt, so in ihrem Umfeld ist das gar nicht so. Wir, und auch in den Filmen wird das ja auch wieder so falsch reproduziert. Da gibt es ja auch ganz viel diese Neid- und Krieggeschichten und so, ne? Also so, wenn es denn mal Frauen gibt, zwei Frauen, also ich habe mit Katinka Feistel, einer ganz tollen Autorin, mit vor vielen Jahren. Bitte? Mit mir hast du auch gespielt. Ja, mit dir auch, aber ich habe einen Film gedreht mit Katinka, der hieß sogar Krieg der Frauen. Und es ging um den Konkurrenzkampf der Frauen. Und wir haben auch, wir haben drei Schwestern gespielt, die sich natürlich bekämpfen. Gut, sie am Ende war Frieden oder so. Aber es ist, also die Konflikte, ist klar, es muss einen Konflikt im Film geben. Es geht ja nicht darum, dass wir immer nur Friede, Feuer, Eierkuchen erzählen. Aber realistischer. Und du hast vorhin, ich muss da auch noch was sagen, du hast vorhin einen ganz tollen Satz gesagt, wie wir auch im Vorgespräch nochmal hatten. Den fand ich ganz spannend, dass ja unser Alter, das klingt jetzt alles ganz blöd, aber dass wir sozusagen, was hast du mit dem Sperma und dem, dass wir da raus sind? Das fand ich großartig. Das fand ich großartig. Ja, mir ist ja immer, also ich hab mich gefragt, woran das liegt, diese große Solidarität, die ich erlebe. Also gerade bei Paliflux, wir haben manchmal Treffen, da kommen 50 Frauen, die sich überhaupt nicht kennen, aber die gehen aufeinander zu und die sind im Gespräch und das ist ganz, ganz toll. Und ich habe gedacht, was ist es? Was ist der Unterschied zu früher? Und da habe ich gedacht, ja, wir sind nicht mehr in Konkurrenz, weil wir zwei elementare Dinge erledigt haben. Das eine ist diese Etablierung im Beruf. Also wenn du jung bist, dann willst du dich ja etablieren, du weißt, was du werden willst und dann musst du häufig mit Ellenbogen unterwegs sein. Das ist das eine. Und das andere ist halt der Kampf ums beste Sperma. Also sofern man gerne Kinder haben möchte, wenn man natürlich einen tollen Typen haben. So, und das sind diese zwei elementaren Dinge, mit denen Frauen immer, immer, immer in Konkurrenz sind. Eben nur, wie gesagt, der Drops ist gelutscht. Sperma brauche ich für mein Leben nicht mehr. Und jedenfalls nicht mehr fürs Kinderzeugen. Und das ist natürlich total. Gesehen! Ja, Entschuldigung, Silke ist da halt immer sehr deutlich. Aber you asked for it. Du hast danach gefragt. Ja. Aber ich, da möchte ich gleich auch nochmal. Ich bin sowieso aus der Sperma-Nummer total raus. Ich bin mit einer Frau zusammen seit 16 Jahren irgendwie bei mir. Ich wollte für andere sprechen. Ich dachte, ich tue euch einen Gefallen und spreche mal für andere. Ja, nein. Ja, es gibt auch übrigens ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Krieg der Spermien tatsächlich von einem Sexualwissenschaftler. Das ist wissenschaftlich ein bisschen belegt, was Silke da gerade gesagt hat. Also von daher. Aber ich gucke jetzt mal, ihr Lieben.
Ich schaue jetzt mal, ob die Frau Pommer dabei ist, weil das muss ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, die ist toll, die hat ja die ganzen Zahlen im Kopf. Die weiß die ja hat die ganzen wie Zahlen. Viel und wie wenig Frauen im Fernsehen vorkommen und in welchen Rollen oder in welchen Zuschreibungen und so. Das ist und was man sagen muss, wer jetzt kommt, pass mal auf, das ist Professor Pommer, Direktorin des Institutes für Medienforschung an der Uni Rostock. Ja, und das Tolle ist, dass sie ab dem 14. April Chefin vom Ganzen wird, sozusagen die Präsidentin. Ja, und das ist die erste Direktorin an der Universität Rostock seit 600 Jahren. Also seit der Gründung. Es gab noch nie eine Frau. Also ich meine, auch ein bisschen traurig, wenn man sich das mal so überlegt. Auch ein bisschen traurig. Jetzt schauen wir mal, wo die ist, weil die war nämlich unterwegs. Da ist sie. Gesine, ich nehme dich dann raus, weil sonst werden wir zu viele. Ja, ciao. Ich tue dich später sonst nochmal. Tschüss, meine Liebe. Da, Frau Professor, möchte ich sagen. Moment. Silke, ich nehme dich auch raus. Ich hole dich später. Ja? Hallo. Hallo, schön. Guten Abend. Wie toll, dass Sie es geschafft haben. Ich freue mich sehr. Jetzt sind die Bilder hier so klein, muss ich glatt schon meine Brille aufsetzen. Das ist 50 plus, dann muss man schauen. Quatsch. Aber es gibt so geile Brillen zu kaufen, dass es auch überhaupt kein Problem ist, wenn wir eine nehmen, oder? Genau, nein, ich bin da gerne dabei. Ja, wunderbar, dass das klappt. Ich finde auch ganz, ganz toll und ich finde ja ganz spannend, Sie sind Professorin für Medienforschung. Ganz vielen wird das gar nichts sagen. Was machen Sie genau? Naja, mein Beruf ist eigentlich ein ganz toller. Ich kann fernschauen, Zeitung lesen, Gala lesen, Radio hören und mache das beruflich und analysiere die Inhalte. Aber was mich dann auch interessiert, ist natürlich, was bewirkt das? Was passiert mit unseren Kindern, wenn sie Insta nutzen oder TikTok, aber eben auch, was bedeutet das, wenn wir eben bestimmte Rollenbilder im Fernsehen sehen oder nicht sehen? Und mich, was ich aktuell mache, ist, dass ich eben sage, ich zähle alles, was sich bewegt auf den Bildschirmen, aber auch alles, was hinter der Kamera, also kreativ, Regie, Produktion, Drehbuch, verantwortlich für das ist, was wir sehen. Okay. Also ich zähle alles, was irgendwie zu zählen ist. Und Sie haben ja auch, also man muss ja auch sagen, die Malisa-Stiftung, da setzt sich ja die Furtwängler sehr für ein, ja, die hat auch Sachen bei Ihnen in Auftrag gegeben. Und was ist denn dieses, wir sagen ja jetzt zum Beispiel auch im Fernsehen, aber wieso, es gab doch die Frau Hoger, ne, es gibt doch die, also wir zählen die doch dann auf und sagen, das stimmt doch gar nicht, Frauen machen doch auch das. Ich sage ja immer, in dem Moment, wo wir sie aufzählen können und sagen, es gibt die Frau Hoger oder Senta Berger, dann sind das eben die Einhörner, die ganz seltenen Wesen, die wir aufzählen können. Und bei den Männern, wenn wir eben anfangen würden zu sagen, okay, mit wem spielen denn eigentlich diese Frauen? Und dann kommen wir auf sehr viele ältere Männer und wir können sie schon gar nicht mehr aufzählen. Also in dem Moment, wo wir eben sagen können, aber wieso, es gibt doch Barbara Schöneberger als die eine Moderatorin, dann werden alle sofort wieder überlegen, okay, es gibt die eine, aber eben, wo sind die anderen? Also Sie hatten ja vorhin darüber geredet, dass es immer nur eine geben kann. Also es gibt eben eigentlich ganz wenige, wenn wir sie benennen können. Waren wir denn schon mal weiter? Glauben Sie, wir waren schon mal weiter in einer anderen Zeit? Naja, wenn man so ein bisschen fernsehhistorisch zurückgeht, zu Ende der 90er, Anfang der 2000er, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir mal ein bisschen mehr weiter waren. Wir hatten eine ganze Menge Comedy-Serien, die Hauptfiguren hatten, also Stand-Up-Comedy, also das Ritas Welt und oder das andere, es gab ja noch eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. Girlfriends? Genau, Girlfriends, dann gab es so Krimiserien, wo wir verschiedene auch taffe Paare hatten und auch ein paar von den ganz alten Serien war es nicht immer so, dass die Frau sozusagen zu Hause war oder nicht berufstätig war. Aber wir haben irgendwie in den 2020er Jahren oder 2010er Jahren schon so eine Art, weiß nicht, ob es Backlash ist, aber plötzlich sind Frauenfiguren verschwunden, deutlich seltener zu sehen. Also insgesamt kommen ja auf eine Frau zwei Männer im Fernsehen. Ach, wirklich? Ja. Und nicht nur bei den Älteren, auch bei den Jüngeren? Nicht nur bei den Älteren. Bei den Älteren ist es dann halt noch krasser. Also bei den ganz Jungen, bei den bis 20-Jährigen ist es, oder 25-Jährigen ist es 1:1. Und dann nimmt die Sichtbarkeit von Frauen ab, kontinuierlich. Als ob es da so ein Bermuda-Dreieck gibt oder was weiß das ich, heißt, wo die wir älteren sind nur Frauen. Bis 25 sozusagen. Also im Fernsehen ist man tatsächlich und im Kino ist man ab 35 alt. Das macht mir richtig so ein gutes Gefühl mit Ihnen heute Abend, muss ich sagen. Das ist ja herrlich, wirklich. Man ist dann alt. Naja, also man verschwindet dann vom Bildschirm und ist dann unsichtbar. Und das Interessante ist, dass Männer eben nicht so verschwinden.
Also dass Männer auch eben mit 50, 55 und 60 sichtbar sind und wir Frauen eben nicht. Und haben Sie eine Ahnung, machen wir, würden Sie sagen, wir machen das teilweise selber oder wodurch passiert das? Nee, also es sind schon Männer, die das machen. Also wir haben ja, wenn, weil ich gesagt habe, wir zählen auch hinter der Kamera, also wer verantwortlich ist. Und wenn wir schauen, je mehr Frauen verantwortlich sind für Regie, Produktion, Redaktion, Drehbuch, desto mehr Frauen sehen wir. Je weniger Frauen verantwortlich sind für die Inhalte, desto mehr Männer sehen wir. Und wenn wir mehr Männer sehen, sehen wir in der Regel eben mehr männliche Hauptrollen und auch Frauen in sehr viel jüngeren Rollen. Also es sind schon die männlichen Entscheider, die bestimmte Bilder sehen oder Geschichten sehen wollen und eben unsere Geschichten langweilig finden. Und wie kann es dann sein, machen wir uns das selber, dass solche Sachen, ich sage jetzt mal, wie 50 Shades of Grey oder sowas, plötzlich so wahnsinnig erfolgreich werden und man sagt sozusagen, die so, ich sage jetzt mal, die Frau zu Hause, Tina, dazu möchte ich dich nachher auch nochmal befragen, plötzlich hat so dieses Bedürfnis an diesen Frauenromanen. Weil es gibt ja keine Männerromane, es gibt aber Frauenromane. Genau, also das ist ja, das Interessante ist ja sowieso, dass sozusagen Männer, also das, was Männer nutzen, was Männer tun, das ist die Norm. Also wir haben eben keine Männerromane, wir haben keine Männerfilme, aber wir haben Frauenfilme, Chick-Flicks, wir haben Chick-Literatur, also Mädchenliteratur. Chick-Flick heißt es im Englischen, also Flick als Abkürzung für Film und Chick halt für Mädels. Und das ist natürlich abwertend, das ist also das, was Männer nicht interessant finden. Aber es ist nicht gleichzeitig so, dass alle, die 50 Shades of Grey sehen oder Twilight, unbedingt von dem Vampir verführt werden wollen oder von dem Bösen, sondern wir wissen in der Suche, was wir interessant, was wir richtig finden für uns selber, Identität ist auch etwas zu sehen, was wir nicht wollen, wichtig, um uns abzugrenzen. Also nicht alles, was wir sehen, übernehmen wir eins zu eins, sondern wir würden einem auch das anschauen. Und manchmal ist es ja auch einfach nur Realitätsflucht, Träumen. Aber es ist nicht immer Träumen, ach, ich will an der Stelle von der Person sein, sondern eben einfach andere Welten sehen, kennenlernen, sich abgrenzen und sich überlegen, nee, das will ich aber auf keinen Fall. Und wir haben ja so viele andere Filme, aber auch mit tollen weiblichen Hauptdarstellerinnen. Oder wir haben Actionfilme, es gibt Wonder Woman, es gibt Wakanda Forever und die laufen ja auch gut. Und das sind ja keine 50 Shades of Grey, sondern das sind taffe Frauen, die den Krieg gewinnen. Müssen wir Frauen uns fragen, dass wir, da würde ich, dann nehme ich jetzt, wenn das für Sie recht ist, Frau Pommer, da würde ich gerne die Tina mal reinnehmen. Tina, aufgepasst, weil sie ist ja sozusagen stellvertretend für die Zuschauerinnen da. Ja? Müssen wir uns fragen, ob wir als Frauen, sind wir da manipuliert über die Jahre oder wollen wir gar nicht sozusagen Frauen in diesen Figuren sehen? Weil wo kommt es her, dass das nicht stattfindet? Naja, also das ist ja nicht so, dass es tatsächlich empirische Belege gibt, dass wir das nicht sehen wollen. Das sagen Männer immer und dann, das will ja keiner sehen. Aber wenn die Dinge eben laufen, also wenn es Wonder Woman gibt oder Wakanda Forever oder es Filme mit Frauenfiguren gibt, also wenn man die ganzen Filme anschaut, wo waren das, die Nadja Uhl und auch Maria Furtwängler, die ganzen Uferfilme, Dresden oder die Flucht und so, das, die haben super Einschaltquoten. Also es ist nicht so, dass Frauenrollen nicht gerne gesehen werden. Also das ist nur, dass die Männer, die darüber entscheiden, sich nicht vorstellen können, dass wir Frauen das nicht sehen wollen. Und wir wissen eigentlich, im Kino sind Frauen über 50 der Großteil der Arthouse-Besucherinnen und die kriegen gar nicht die Filme, die sie eigentlich anschauen wollen. Tina, da möchte ich dich ganz kurz fragen, weil du als Zuschauer, also du bist ja heute für mich die Vertretung der Zuschauerinnen. Ist es so, dass du gerne Frauenfilme schaust oder vermisst du was? Merkst du das jetzt, wenn du wirklich nachdenkst, du hast jetzt auch eine Woche mit dem Thema, man befasst sich ja erstmal länger nicht damit, bis man jetzt draufgestoßen wird. Auch mir geht die Hutschnur richtig hoch, Frau Brommer, weil ich plötzlich das so merke und denke, ja hier und da, ja, das kann doch alles gar nicht sein. Ja? Geht dir das so, Tina? Also auf jeden Fall geht mir das so, weil ich meine, die ganz Jungen sind ja mal das eine, die ganz Alten sind jetzt auch mal das andere. Aber wo ist dieses Mittelstück? Ne? Was erleben die Frauen denn? Und ich habe gerade nämlich einen Kommentar gelesen, nur so halb da in den Kommentaren, und da stand drin, ja, dieses Negative oder was dann so passiert, das will man doch gar nicht sehen im Fernsehen. Irgendwie war da gerade so ein Kommentar und das fand ich hochinteressant gerade. Weil warum will man das denn nicht sehen?
Weil ich meine, das ist ja nun mal auch die Realität. Und die Realität von Frauen ab 47 plus oder sagen wir auch ruhig mal 5 Jahre nochmal zurück, wenn das anfängt mit der Vormenopause und all dem ganzen Zeug, das ist ja mega, mega spannend. Und das ist ja eine völlig neue Art zu leben auch irgendwo. Und warum wird das so unsichtbar gemacht? Ja, aber weil ich dir was sage, das sage ich euch beiden. Ich glaube, Männer, der Herr Karl sagt immer was ganz Lustiges, mein Partner. Ja. Manchmal, wenn ich so ein Gespräch führe, sagt er, jetzt aber bitte kein Freundinnengespräch. Ne? Also sozusagen im Scherz, aber so dieses, in dem Moment, wo es um die Menstruation, also ich sage jetzt mal die Menstruationsgespräche in Anführungsstrichen ja. geht, dann geht ja bei Männern eigentlich so ein, ne, so ein bisschen so ein, ich sage es mal, Igittigit. Das meine ich jetzt nicht, Frau Prommer, können Sie das, kennen Sie das, dass dann so Männer so, ich will es nicht hören. Vielleicht ist das ein Grund, warum man dieses Alter, wo man ja auch, wo ja auch ganz oft von Männern gesagt wird, oh, die, das habe ich auch neulich erlebt, oh, die Frau ist jetzt schwierig, ne? Die, ach, kommst du in den Wechsel, das ist ja auch so ein Schimpfwort. Also, dass man sozusagen dann gar nicht mehr die Frau eigentlich sehen möchte. Also, ich bin da ganz ehrlich, Elena, ich erlebe das nicht so von meinem Partner. Ich erlebe da schon mal dieses, naja, mal gucken, was jetzt so los ist mit dir, ne? Aber mit Toleranz und mit absolutem Verständnis. Und das finde ich mega. Und das ist wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und wie gesagt, es mag das andere Extrem auch geben, dass es Partner gibt, die das überhaupt nicht irgendwie, ne, also der begleitet mich auch, wenn ich zu meiner bioidentischen Hormontherapie gehe. Also ja. Klingt bescheuert, ist aber. Aber wir sehen es nicht im Fernsehen. Wir sehen es. Nein, genau. Und das ist der Punkt. Und das oder der wir Punkt. Sehen es im Fernsehen auf RTL, ich sag's jetzt mal so, Frau Prommer, weil das forschen Sie auch. Wir sehen es bei RTL 2, wir sehen sozusagen Reality-TV, aber wir sehen es nicht in einer Spielform. Und wir sehen es auch nicht in Diskussionen, oder? Im öffentlich-rechtlichen genau. Fernsehen. Oder nee, wir sehen es in ganz wenigen Formen. Und ich glaube, bei RTL 2 würden wir das auch nicht sehen, weil das ist ja für junge Leute dann gemacht. Also das ist ja diese ganzen 50, 20, also diese Postleitzahlen, RTL Berlin Tag und Nacht und sowas ist ja für ein jüngeres Publikum auch gemacht. Aber was ich ja eigentlich finde, ist, dass man auf der einen Seite natürlich zeigen sollte, okay, was passiert denn eigentlich mit Frauen oder was sind die Themen von Frauen Ende 40? Aber gleichzeitig aus meiner Perspektive sind eben, und das sehen wir sehr häufig, wir sehen dann eben, wie schwierig das für die arme Frau ist, jetzt Ende 40 und die Kinder ziehen aus und jetzt hat sie eine Lebenskrise und weiß nicht mehr, was sie tun soll und muss töpfern anfangen. Und das ist ja zum Beispiel nicht meine Lebensrealität. Also ich mache immer die Witze, dass ich ja keine Zeit habe für eine Krise. Ich habe 3 Kinder. Die Jüngste ist auch bald aus dem Haus, aber ich bin voll so berufstätig. Ich habe ganz andere Dinge in meinem Leben, wenn man das erzählen will. Über mich gibt es wahrscheinlich viel zu erzählen. Aber ich habe jetzt nicht Zeit, die Krise zu kriegen und zu überlegen, was ist mein Lebensinhalt und ob ich jetzt töpfern anfange. Töpfern ist eh nicht meins, aber... Tina, ich nehme dich noch mal raus. Ich hole dich gleich noch mal. Ja? Ja. Ich hole gleich noch jemand dazu. Ciao. Frau Prommer. Das heißt aber, ich muss da nochmal fragen, warum zum Beispiel, ich wende jetzt mal das Sonntag, den heiligen Schuh des deutschen Fernsehens, den werden wir mal den Tatort uns schnappen, ja, und dagegen das Gegenprogramm von Pilcher bis sonst was, ja, auch beides zwei Extreme. Warum macht man da nicht was für, ich sag mal, und zwar auch nicht nur 47 plus, auch 67, 72 bis 80. Ich meine, es gibt ja so viele Schauspieler, die auch älter sind, die wirklich fit sind und spielen können. Und wo ja, ich glaube, das sind tatsächlich schlechte Beispiele, weil wenn man im ZDF guckt, da sind tatsächlich in dem Pilcher und in den ganzen Kati Fjorde und so weiter, gibt es auch gute Rollen für ältere Frauen okay. und junge Frauen und alte Männer. Also ich habe das noch nicht durchgezählt dort. Tatort ist klar, dass wir da wenig ältere Ermittlerinnen haben. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir inzwischen fast pari-pari sind, aber bei den Älteren haben wir, glaube ich, sicher mehr Männer. Aber wir haben auch einige der 50-plus-Ermittlerinnen inzwischen. Aber es ist eben sozusagen, also was unser Thema ist, ist, wir haben ja eine repräsentative Stichprobe gezogen. Also wir versuchen wegzukommen von sozusagen das einzelne Programm, sondern wenn man das Fernsehen als Ganzes anschaut. Also wir haben eben wir haben sozusagen vom Fernsehen zufällige Stichprobe gezogen. Man kennt das aus der Wahlforschung, 1000 Leute befragt, dann stimmt das in etwa. Wir haben 3000 Stunden ferngeschaut, zufällig ausgewählt.
Und da sind dann eben mal zwei Tatorte dabei und vielleicht zwei Rosamunde Pilcher, aber eben auch alles andere, was an einem normalen Tag läuft. Und da, wenn man das Gros eben anschaut, dann sind Frauen unterrepräsentiert und eben auch vor allem ältere Frauen der Altersgap. Interessant ist, wir haben ja die Studie jetzt ein zweites Mal gemacht und das erste Mal haben wir die Ergebnisse 2017 vorgestellt und haben jetzt dann nochmal 2020 gezählt. Und man muss tatsächlich sagen, die Sender bemühen sich, es wird besser. Also wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, wir sind noch nicht halbe halbe und haben noch nicht die guten Geschichten, aber wir haben eine Zunahme in den aktuell produzierten Sachen. Natürlich nicht in den alten Serien, die... Auch, das ist eine Frage für mich, auch wirklich Sichtbarkeit 47 plus oder eher in den anderen Themen? In 47 plus. Also wir haben eine Zunahme in der Altersgruppe bis 59. Ab 60 ist noch viel zu tun und wir sind noch nicht pari pari. Ja. Aber es ist schon, es tut sich was. Also das heißt ja nur, dass es für uns eben die Arbeit lohnt sich, zählen lohnt sich und auch die Initiative, die jetzt eben Silke und Gesine da angestoßen haben, ist natürlich super wichtig, weil eben Aufmerksamkeit lohnt sich, was darüber sprechen lohnt sich, sichtbar machen, dass es Ungleichheiten gibt, lohnt sich, weil die Fernsehmacher dann tatsächlich auch überlegen, okay, was können sie da tun? Ja, also wir sind auf dem Weg, aber noch nicht dort. Und man muss natürlich auch sagen, es machen viele Frauen in dieser Kampagne mit, ganz wichtig, die haben Arbeit. Ne? Das sind jetzt, ne? Es gibt einmal natürlich auch viele, die nicht mehr sichtbar sind, leider Gottes, weil es die Rollenangebote nicht gibt. Aber wir haben ja auch Gott sei Dank hat die Gesine und die Silke wirklich Leute gefunden, die auch Arbeit haben und sichtbar sind, die trotzdem sagen, wir müssen unterstützend arbeiten, weil auch unsere Rollen gehen ja irgendwann aus und sind nicht da. Und wir hatten ja gestern ein kurzes Vorgespräch, Frau Prommer, Sie haben was gesagt, was mich echt erschüttert hat, wie wir auch über diese Corona-Krise gesprochen haben, über diese ganzen und diese anderen Sachen wie Talks oder die Experten, das sind ja auch immer alles Männer. Genau, also wir haben ja auch die Informationssendungen analysiert und 80% der Experten sind Experten, also jetzt einfach ungegendert sind Männer. Und das aber auch in Berufsfeldern, wo es Frauen gibt, also in dem ganzen Bereich Gesundheit, also die Hälfte der Ärzte sind Ärztinnen, viel mehr Pfleger sind Pflegerinnen, also wissen wir alle, in Krankenhäusern sehen wir lauter Frauen, 80% Männer. Bildung, überwiegend Männer, obwohl wir wissen, dort arbeiten als Lehrerinnen und Schulleiterinnen Frauen. Die Hälfte der Richter sind Richterinnen, die Hälfte der Staatsanwälte sind Staatsanwältinnen, trotzdem Männer. Und wir haben dann in der Corona-Zeit uns sogar noch den Witz oder die Mühe gemacht, herauszuzählen, in welcher beruflichen Hierarchie werden denn die Leute befragt, weil es immer heißt, naja, der Leiter ist halt ein Mann, der Drosten, der Wieler. Aber selbst wenn man ganz normale Wald- und Wiesenärzte ohne Leitungsfunktion befragt, sind es zu 80% Männer. Wo wir wirklich wissen, es gibt die Frauen da draußen und es gibt keinen Grund, warum sie nicht befragt werden. Virologinnen, die gibt es, die sind da zur Hälfte und sie werden nicht befragt. Ist schon ein bisschen absurd, oder? Es ist absurd. Es ist also dieses, wir nennen das Unconscious Bias, also dieses Unbewusste, dass wir Expertise nur dem Mann zuweisen. Also ich sage immer, damit ich als Frau, also ich bin natürlich Expertin und werde von allen möglichen gefragt, aber ich habe promoviert, habilitiert, habe eine Professur und bin Direktorin eines Instituts. Ein Kerl muss eine Masterarbeit geschrieben haben über Verschwörungstheorie und sitzt im Fernsehen bei Lanz. Echter Fall, ein Beispiel. Nein. Und man denkt sich, ey, ich kenne 10 Kolleginnen, die wirklich qualifiziert sind, warum sitzen die da nicht? Und es gibt, ich war in einer Talkshow, da muss ich kurz was sagen, das fand ich ganz spannend, da war eine Frau, die damals geflüchtet ist hierher und die gesagt hat, ihr großes Vorbild, warum auch Deutschland, war, weil eine Frau an der Spitze war, ne, Angela Merkel. Deshalb, und dann habe ich immer das Bild im Kopf gehabt, da gab es so ein Bild, wo Angela Merkel im Kreise der Männer fotografiert wurde, wo sie als einzigste Frau da vorne stand und dann, ne, das Kabinett ist nur Männer, wo ich dachte, hä? Ne, aber für das Außenwirkung war das, wir haben eine Frau an der Spitze. Ist auch verrückt. Naja, aber das ist das ja, was Sie vorhin auch gesagt haben, es kann ja nur eine geben. Also es ist sozusagen das Einhorn, das ist die eine Besondere und wir haben die eine Merkel und eigentlich ist doch alles super bei uns. Wir haben die eine XY und dann brauchen wir keine zweite mehr. Und was können wir tun, um das zu ändern, Frau Prommer? Sie tun das ja aktuell, Sie rennen damit auch, gehen damit auch hausieren mit Ihren Studien. Das ist ja das Schöne, Sie bleiben laut, Sie haben eine Stimme. Was können wir tun?
Die einzige. Na, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eben immer dranbleiben. Also eben, also es ist sehr schnell, dass ja so das Gefühl ist, ah, jetzt haben wir drüber geredet, jetzt ist gut. Und eben nochmal zählen, dranbleiben und zeigen, naja, wir müssen mehr tun als reden, sondern wir müssen ja die Drehbücher verändern. Wir müssen die Inhalte verändern. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir eben mehr Frauen dazu kriegen, Drehbuch zu schreiben, Regie zu führen, zu produzieren oder Frauen als Geschäftsführerin von Produktionsfirmen, dann sehen wir mehr Frauen auf den Bildschirmen. Das heißt, wir müssen eben tatsächlich schauen, dass nicht immer die gleichen Firmen arbeiten, die gleichen Menschen, sondern Vielfalt. Und dann sehen wir vielfältige Geschichten. Und das heißt, wir müssen eben auf die Fernsehmacher und Macherinnen einwirken. Und ihr könnt natürlich auch was tun. Vielleicht machen wir mal so ein Unterschriftsding oder ihr schreibt einfach. Man kann auch Leserbriefe schreiben. Ne? Man kann, klar, ne, wenn da plötzlich so eine Flut kommt an eine Stelle. Das ist, die sind total wichtig. Also ARD, ZDF, alle haben ganz große Zuschauerredaktionen. Wenn da plötzlich 200 Briefe eintrudeln, wir wollen mehr ältere Frauen sehen, dann kommt das in die, wird darüber gesprochen. Das heißt, vielleicht, da hole ich die Silke gleich mal. Frau Brommer, ich schaue mal, ob die Frau Postel mit am Start. Vielen, vielen, vielen Dank. Sie waren aber gut, dass Sie das sagen. Ich werde die Frau Burmester fragen, ob sie das mal reinschreibt, die Internetadresse. Dann kann ich das nämlich hier speichern. Weil Zuschauerbriefe, das kann man doch wirklich machen, oder? Ganz leicht und hilft. Und hilft wirklich, sagen Sie. Und das Interessante ist nämlich, Zuschauerbriefe schreiben interessanterweise hauptsächlich Männer. Nein. Also es wäre sowieso, genau, alle Leserbriefe, alle Kommentare kommen von Männern zu 70-80%. Das wäre super, wenn Frauen schreiben. Also das werden wir jetzt angehen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast gewesen sind. Ja, alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns wieder, Frau Brommer. Tschüss. Ciao, danke Ihnen. Machen Sie weiter so einen tollen Job da. Mensch, also ich entschuldige, das können wir wohl machen. Wir können ja wohl Leserbriefe schreiben. Sabine, pass mal auf. Ich hole dich jetzt dazu. Ich bin gespannt, ob du das kannst. Sabine? Sabine, jetzt, das haben wir geübt, drückst du drauf. Frau Posten ist am Start. Silke Burmester, könntest du rausfinden, wohin man einen Leserbrief schreiben kann? Dann kann ich das fixieren in den Kommentar. Sabine? Das ist ein Wunder geschehen. Du bist drin. Du bist in Instagram, meine Liebe. Ich glaube es nicht. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und die liebe Elena hat mich heute gecoacht und hat mich eine halbe Stunde durch dieses ganze Gewirr geführt. Und es ist gelungen. Das ist ja du musst näher, du musst lauter reden, mein Herz. Du musst lauter reden? Ja, so. Ja. Das mit der Lichteinstellung machen wir dann noch, dass du noch mehr ausgeleuchtet bist, ne? Weil du sitzt ja ein bisschen im Dunkeln, aber ist nicht schlimm. Das kann ich noch nicht, aber Hauptsache, man erkennt mich irgendwie. Nein, man erkennt dich hervorragend. Ich finde ganz toll, dass du heute hier bist, weil du bist ja eine, von, ja, guck mal. Postel. Ich bin ja nicht professionell. Das Ganze steht auf einem Stapel von dicken Büchern. Jetzt habe ich mal eins weggenommen. Das ist, glaube ich, besser, ne? Aber das ist besser. Und weißt du, was wir machen? Ich habe heute entschieden, dass wir einen Internet-Workshop machen. Oh Gott. In Berlin, da kommst du natürlich auch. Na gut. Und dann zeige ich dir, wie Internet geht. Und dann werden wir zusammen das Internet erobern, sage ich dir. Okay, okay, okay. Ich freue mich schon sehr. Sag, du warst ganz, ganz lange eine Tatortkommissarin. Ja, ich verkörpere ja nun die Generation, die noch älter ist, nämlich die zwischen 60 und 70 sind. Und ich hatte natürlich, wenn ich das mal kurz sagen darf, unglaublich viel Glück, dass ich zwei Figuren über Jahrzehnte gespielt habe und noch spiele und mit denen älter werden durfte. Also den Tatort, da habe ich ja 22 Jahre, bin ich älter geworden, da sind die Leute mit mir gereift. Und bei der Kanzlei mache ich das ja auch schon jetzt im 14. Jahr. 14 Jahre schon? Naja, das hat mich sehr erschreckt. Aber das ist natürlich, da bin ich absolut nicht exemplarisch. Nicht? Das ist, bin ich natürlich die Ausnahme. Und warum ich hier sitze und mit dir rede und das so toll finde, ist, dass ich mich natürlich solidarisieren möchte mit all den anderen Kollegen, die super gut sind und toll sind und die überhaupt nicht mehr vorkommen und auch natürlich keine Arbeit mehr haben dadurch, dass die Rollen für sie nicht mehr geschrieben werden. Ja, ja, und wir haben ja, ich habe heute noch gesprochen, die ist wegen Krankheit, schafft die es heute nicht, Frau Speidel, und ihr seid ja sozusagen in einer, ich sage nicht, aber ihr seid ja so eine Altersgruppe, ja. Ihr seid so eine Altersgruppe, auch Frau May und so, zum Beispiel, ihr spielt nie zusammen, ihr könntet ja auch Freundinnen spielen. Das ist immer nur irgendwie bei irgendwelchen Festivitäten, wir spielen nicht zusammen, weil wie gesagt, ihr habt das ja vorhin schon erwähnt, eine ältere Schauspielerin ist dann genug für den Zuschauer, mehr kann er nicht ertragen, mehr darf man ihm nicht zumuten, ne? Und du hast ja sogar
bahnbrechend. Du hast ja auch im Tatort mal jüngere Liebhaber gehabt. Ja, pass auf, das ist ja sowieso so. Ich hatte da eine wunderbare Redakteurin, die Annette Strilo, die da auch unsere Sache sehr unterstützt. Und auch bei der Kanzlei sind die sehr bemüht, die Erotik nicht sterben zu lassen. Also ich habe da eigentlich fast immer ein jüngeres Love Interest. Das finde ich ziemlich außergewöhnlich. Und da bin ich sehr dankbar, muss ich sagen. Dass man jetzt nicht sagt, okay, also bei der, in der Altersgruppe spielt die Erotik keine Rolle mehr. Das stimmt ja nun nicht. Ne? Aber wirklich jünger. Ne? Also nicht jetzt drei Jahre, sondern so, wie das normalerweise andersrum immer ist. Im Fernsehen, wo es aber nicht thematisiert wird. Das wollen wir mal sagen. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich meine, insofern ist auch das außergewöhnlich, weil natürlich normalerweise die Männer in unserem Alter, also in dieser großen Spanne, die haben immer jüngere Frauen. Also das ist ja auch ganz selten, dass da mal eine Rolle geschrieben wird, wo ein Pärchen gleichaltrig ist. Das ist, kennt man eigentlich kaum, ne? Nee, gar nicht. Und dann, und wenn es das gibt, es gab doch einen. Siehst du, da sind wir schon wieder bei, es gab doch bei einen. Bei dem einen. Der aber dann natürlich rumgezerrt wird. Es wurde auch, warte mal, da hole ich die Burmester, da muss ich die nämlich fragen, weil die hat nämlich gesagt, Silke, du musst mal kurz dazukommen, Paliflux. Die hat nämlich erzählt, total spannend, es gibt so eine Serie, warte. Ach, wo ist sie denn? Es gibt so eine Serie, die jetzt auch als die eine wieder, ja, die wirklich ganz toll ist. Silke, erzähl mal wieder von der einen Serie, die auch wieder Grimme-Preis kriegt und dann denkt man, man hat genug getan, die gerade läuft. Du meinst Tina Mobil. Tina Mobil, genau, lief in der ARD, also ist jetzt immer noch in der Mediathek, hat einen Grimme-Preis gekriegt, ist sensationell toll, ist über 6 oder 8 Folgen und die Geschichte von einer Frau, die mit so einem Bäckermobil über die Lande fährt in Brandenburg und ihr Brot verkaufen will und zu Hause 3 so jung erwachsene, pubertierende Kinder hat. Und die Serie ist super, denn die Frau hat nicht Größe 38, hat nicht viel Geld, lebt nicht in so einer Waschbetonvilla, sondern ist wirklich aus dem Leben. Und das ist jetzt wirklich, das ist echt ein Paradebeispiel dafür, für das, denke ich, was wir uns wünschen. Und da hat man das Gefühl, ja, jetzt machen sie einen Haken dahinter, weil sie haben es ja damit getan. Aber wird die fortgesetzt, das ist doch mal die Frage. Das war sicher ein mutiger Versuch. Und die Chance, also ich weiß, das großartig, die das spielt jetzt. Die spielt, aber entschuldige, dass ich das sage, und das meine ich nicht mit stutenbissig. Dann wird die großartige Gabriela Schmeide rausgezogen. Ja. Immer sie, ja. Dresen, der die alle dazu gemacht hat, weil Andreas Dresen diese Filme gemacht hat, wo man das normale Leben zeigt. Ja. Und dann spielt es immer Frau Schmeide, was ich ja gut finde, dass sie Arbeit hat. Aber es gibt natürlich die Schmeides dieser Welt, gibt es auch, die haben wir. Natürlich aber auch besonders gut, um solche Frauenfiguren zu verkörpern, das muss man auch mal sagen. Natürlich. Also Sabine, aber gut, ich weiß, dass gerne die Leila Stieler, Entschuldigung, wir reden. Entschuldige, fortgesetzt wurde die Serie auch nicht? Das war dann mal ein nettes Experiment, oder wie? Also Leila Stieler ist ja die Drehbuchautorin und ich weiß, dass die an der Fortsetzung arbeitet, aber dass es unklar ist, ob die Fortsetzung geben wird. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und genau. Ja. Elena, also vielen Dank. Ich habe diese Zuschauerservice-Dinger rausgeschrieben. Die tue ich jetzt hier gleich in die Kommentarspalte. Ne? Die machst du in die Kommentare und dann fixiere ich das in den Kommentaren. Und später, wenn wir das live gespeichert haben, sollten wir das unbedingt da drunter schreiben, auch fixieren und das in die Storys machen. Weil wenn ihr sozusagen was tun wollt, wir uns alle gegenseitig unterstützen, dann sollten wir wirklich Leserbriefe, weil, und das muss man ja sagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ich liebe das. Ich bin ein öffentlich-rechtliches Kind. Ich finde es ganz toll, dass es das gibt. Das sind meine Sender, ich sage es jetzt mal so. Ja? Ich sehe mich nicht bei RTL 2, entschuldigt, dass ich das so sage. Deshalb sollten wir... Ach! Du, Frau Postel, du kommst jetzt aber in das Alter, dass du da gerne hin möchtest, oder was? Nein, bitte nicht. Ich will noch mal, bevor du... Auf das Lake Island, oder wie das heißt. Ja. Da sehe ich mich total, ja. Elena, eines will ich noch mal ganz kurz sagen, bevor du mich gleich wieder hier rauswirfst, mit gutem Recht. Und zwar, wir werden im Gespräch, also wir sind quasi schon im Gespräch mit dem Chef der Degeto. Die Degeto ist die Film-
und Fernsehproduktionsfirma von der ARD. Das ist die Firma, die diese ganzen Serien und Fernsehfilme herstellt und so weiter. Und mit dem Thomas Schreiber sind wir im Gespräch. Wir werden bald nach Frankfurt fahren. Und also das läuft, der hat es verstanden. Da muss man gar keinen Hammer mehr drauf haben. Das läuft jetzt. Und die Digeto, muss man auch sagen, weil ich arbeite auch für die Digeto und ich finde, da ist das, entschuldige, das ZDF schwieriger. Ja? Ich finde, dass die Digeto wirklich große Frauenrollen auch am Donnerstag, am Freitagabend besetzt und auch weiß, dass sie Frauenfernsehen machen. Also dass wir, und das muss man mal klar sagen, was heißt Frauenfernsehen? Aber die meisten Zuschauer sind Frauen. Naja, und vor allen Dingen sind die, die linear gucken, also die abends so einschalten nach der Programmzeitschrift oder so, das sind Frauen, Männer natürlich auch, aber mehr Frauen, glaube ich, zwischen 40 und... Natürlich. Also, ich muss euch kurz... Das sind die Zuschauer, die wollen natürlich auch mehr Jüngere gewinnen, jetzt indem sie die Mediathek verstärken, was auch gut ist, aber man darf das nicht unterschätzen, dass wir große Kreise von Frauen haben, die uns lieben und die, also man sieht ja auch zum Beispiel bei dieser Kanzlei, die ich da mache, dass die Quoten, die sind Wahnsinn. Also die Leute wollen auch... Die wollen das sehen. Natürlich. Und die wollen eine Konstanz, Sabine, und die wollen das. Und weißt du, wenn wir 21 Millionen Frauen über 47 sind, dann sind ja auch noch mal viele Männer auch noch mal darüber. Das heißt, wir sind eine wirkliche... Wir wollen Fernsehen. Ich möchte mein Fernsehen. Mein Sohn, da möchte ich ein Beispiel nennen, wie der 13 war, schmierte meinen Fernseher ab, weil wir umgestellt worden sind von analog auf digital. Habe ich die Krise gekriegt, habe gesagt, du machst jetzt das Fernsehprogramm, wie die hört zu. Ne? Habe den da hingeschickt, habe gesagt, du machst mir alle meine Sender. Dann kommt der raus, sagt, er hat alles, aber eins finde ich nicht, Mama, was ist bitte 2DF? Ja. Dann habe ich gesagt, also, ja, davon leben dein Vater und deine Mutter. Ja. Was ist 2DF? Ich musste erst wirklich sagen, ich bin abgebrochen vor Lachen. Das zum Thema Jugend, weißt du? Ja, ja, ja. Ich hole jetzt noch mal. Ich wollte nur noch eins abschließen. Du bleib drin. Ich glaube, dass wir eine Menge Autorinnen mittlerweile haben, die gut schreiben können und wollen. Also ich glaube, an denen liegt es gar nicht so unbedingt. Die müssen nur die Erlaubnis kriegen, diese Geschichten zu schreiben. Und dieser Appell richtet sich, glaube ich, auch verstärkt jetzt an die Redaktionen, an die Leute, die da sitzen und sagen, okay, so eine Geschichte wollen wir erzählen und so eine eben nicht. Ne? Ja, ja, nee. Wir müssen dann, ich hole jetzt auch noch mal eine dazu, pass mal auf, Liebe, was hier nämlich alles geht, Frau Postel, ich hole jetzt die Marion dazu. Wow. So, wenn die das hinkriegt, Marion, und wie du das hinkriegst, du warst schon beim Stillen Örtchen, mein Gast. Ich finde es ganz toll, Sabine, dass du dich da einsetzt. Ich möchte es sagen, weil du ja wirklich eine Frau bist, zu der man Gehör schenkt und die auch wirklich seit Jahren vom Fernsehen nicht mehr wegzudenken ist. Und du holst Millionen Frauen vor den Fernseher und auch Männer. Und das ist einfach wichtig. Du bist ja auch meinungsbildend da. Ja, ich bin da auch ein bisschen stolz, dass ich so ein klein bisschen Vorbildcharakter dann doch habe und zeige, dass man also auch, wie gesagt, in meinem Alter fit ist, erotisch sein kann, spielen kann und dann auch noch Rollen kriegt. Aber was eben das Problem ist, ich möchte damit nicht alleine bleiben. Es gibt so viele Kolleginnen, die das durchaus verdienen und die keine Chance haben. Und deswegen sitze ich hier. Ne? Ja, also ich finde es ganz, ganz toll. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und wir sehen uns ja in Berlin zu meinem Instagram-Workshop. Ja, unbedingt. Ich freue mich sehr. Ich nehme dich raus. Ich hole noch andere dazu. Danke dir, dass du da warst, Sabine. Ja. Tschüss. Super. Jetzt gucken wir mal, die Frau Kracht kann irgendwie nicht teilnehmen. Marion, schau mal bitte. Ich frage dich nochmal an. So, weil es gibt ja ganz viele tolle Frauen, die heute am Start sind. Tina, bist du noch da? Hier, guck mal, wer da alles kommt. Frau Strack-Zimmermann könnte ich auch einladen. Die liebe ich ja auch sehr. Jetzt, oder? So. Frau Kracht, jetzt bist du am Start. Hör mal, wie toll. Tag. Wie schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Wo erwische ich dich denn gerade? Na, zu Hause. Auch nicht richtig ausgeleuchtet, wie ich gerade sehe. Aber nö, aber weißt du, du hast ja schon gehört, ich mache ja einen Instagram-Workshop und du bist natürlich herzlich dazu eingeladen. Sehr gut. Da räumen wir mal Instagram auf, ne? Und TikTok und sowas. Genau. Sag mal, erlebst du das auch in deinem, diese Sichtbarkeit mit 47+? Warum machst du mit?
Ja, natürlich, weil das Problem ist, dass wir zwar ab und zu Rollen kriegen, also wie jetzt habe ich bei Nord bei Nordwesten eine richtig geile Rolle gespielt und die tatsächlich in meinem Alter war. Aber oft ist es ja auch noch so, dass wir dann Frauenrollen angeboten bekommen, die eigentlich viel älter sind. Also ich hatte zum Beispiel häufig in Filmen Kinder, die ich mit 10 gezeugt haben müsste. Man wird immer früher. Wo ich so denke, Moment mal, da ist doch was nicht in Ordnung. Ja? Also wo ich dann plötzlich eben einen älteren Mann habe und dann Kinder habe, die wirklich 10 Jahre jünger sind als ich, weil man immer dann älter besetzt wird, weil die Älteren, die kann man ja nicht mehr nehmen, das sind ja alte Schabracken. Und diese Dinge habe ich sehr, sehr häufig erlebt. Und jetzt wie in dem Film Kanaster, da habe ich dann mal wirklich eine richtig geile Frauenrolle gespielt, die einfach cool war und die auch nicht, und das finde ich auch was Wichtiges, eigen war in ihrem Frausein und nicht einfach, wo man sagt, ach, das wäre eigentlich eine Männerrolle und die ersetze ich jetzt einfach mit einer Frau, ja, in der Brutalität oder was auch immer. Weil das, finde ich, ist auch eine Gefahr, dass man jetzt einfach sagt, okay, jetzt machen wir die ganzen Krimis mit Frauen. Das ist nein, darum geht es ja gar nicht. Aber es geht einfach darum, dass, das finde ich, hat die Frau Prommer richtig gesagt, wenn wir sie alle aufzählen können, dann sind wir einfach zu wenig. Absolut, ja. Absolut. Ja. Und ich kenne ganz viele ganz großartige Kolleginnen, die absolut nichts zu tun haben. Und natürlich hatte ich auch solche Phasen, wo man dann denkt, oh, mir ist gesagt worden, mit 40 so, tut mir leid, jetzt ist es dann vorbei. Hast du das erlebt? Nein, nein, aber ich habe dann, oder mit 50, ja, tut mir leid. Oder Kolleginnen, die so eine Angst hatten, die gesagt haben, oh Gott, ich muss irgendwas an meinem Gesicht machen und ich muss total dünn werden, weil ich habe nur noch ein paar Jahre. Ich sage, wieso, stirbst du bald? Nein, sagt sie, weil in der Branche ist man ja dann nicht mehr vorhanden. Und das ist doch furchtbar, oder? Ja, aber das ist natürlich, das ist auch ein Bild. Das ist natürlich problematisch, dass wir das gegenseitig uns Mann, also ich meine, ich habe das ja auch erlebt mit meiner Figur, ne, wie ich sie sozusagen verändert habe, dass dann plötzlich hieß, du kriegst keinen Job mehr. Ja, genau. Ach so, warum denn nicht? Ja, da habe ich dann aber irgendjemand muss dann die Lücke füllen. Weißt du, also muss ja jemand da rein. Weißt genau, du, aber das heißt, du sagst einfach die Sichtbarkeit und das einfach mehr Geschichten erzählen. Das heißt ja nicht, dass wir nur noch Frauen filmen, obwohl, nee, ich hätte ja wahnsinnig gern einen Film mit uns allen Frauen. Weißt du, wie der von damals, dieser Frauenfilm, wo nur Frauen. Ja, aber ich meine, du denkst, die ganze Zeit sind Männer dabei. Es ist kein einziger dabei. Genau, aber im Grunde genau das, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben jetzt durch diese Aktion, habe ich so viele Kolleginnen kennengelernt, die ich höchstens von irgendwelchen Partys kannte, aber mit denen ich einfach nie zu tun habe, weil wir nie zusammen spielen, leider Gottes, ja. Und so einen Film müssten wir mal machen, oder? Das machen wir. Geil. Schau mal, wer noch dazukommt jetzt. Frau K. Hi. Toll, dass du da bist. Hallo. Wir kennen uns auch nur von Partys. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt seit einer Stunde Kommentare gelesen. Ich bin fix und fertig. Wirklich? Ja, genau. Ja, ich habe alles durchgelesen, was hier geschrieben wurde. Ja. Es ist sehr interessant. Marion, sehr schön, dich zu sehen. Elena, ja, schön, dich zu sehen. Ja, und wir müssen mal zusammen spielen. Das ist doch verrückt. Absolut. Wir kennen uns auch nur von Partys, oder? Wir haben nie zusammen gedreht, ja. Nein, das haben wir nicht, Marion? Nee. Ich denke, wir haben mal zusammen gedreht. Ehrlich? Irgendwann in den 80ern. War ich da betrunken oder was? Das ist schon lange. Du meinst, als wir ganz jung waren. Ich muss es sagen. Aber Leute, ich muss hier ernst werden, weil ich habe mir das jetzt die ganze Zeit angeguckt. Und es ist natürlich immer so, wenn sich Frauen treffen, wird sehr, sehr viel geplaudert. Und das ist ja auch unsere größte Qualität, dass wir uns auf einem Level austauschen, wo es bei Männern, sagen wir mal, ziemlich lang dauert oder vielleicht anders stattfindet. Was das Krasseste ist, und ich habe diese ganzen Kommentare gelesen hier, ist, dass wir ab 49 nicht mehr werberelevante Zielgruppe sind. Wow. Das ist der Punkt, den wir uns mal reinziehen müssen. Und da muss was geändert werden. Da muss ich jetzt wirklich sagen, diese Einschaltquoten, dieses Register, das sich da ausgedacht wurde, wurde von RTL und Media Plan von Kogel Kögel in den 80er Jahren. Ist das so lange her? Ist das so in den lange 80er her? Jahren haben die das also sich ausgedacht.
Und natürlich waren die geburtenstarken Jahrgänge, nämlich wir, 63, 64, 65, sind die geburtenstärksten Jahrgänge dieser Republik, damals die werberelevante Zielgruppe. Nun ist die werberelevante Zielgruppe, sind 21 Millionen Frauen, die hier in Deutschland nicht mehr werberelevant sind. Das heißt, wir werden missachtet, ignoriert. Und unsere Bedürfnisse und auch die Kaufkraft unserer Generation wird komplett ausradiert. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass sie behaupten, dass wenn man schon so alt geworden ist, dass man dann nicht mehr von seiner Zahnpasta oder von seinem Waschpulver abweicht. Aber ja, das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Das ist eine Behauptung. Das ist noch eine Behauptung. Leute, wir dürfen gar nicht emotional werden. Wir müssen das ändern. Ja, es absolut. Es ist Quatsch. Und ich sage euch, wir müssen uns jetzt zusammentun und sagen, dass wir auch eine werberelevante Zielgruppe sind, die es verdienen, ernst genommen zu werden. Das heißt jetzt nicht Frauenfernsehen, aber das heißt, dass ich die Gespräche, die ich in den letzten Jahren geführt habe, und ich drehe seit 4 Jahren nicht, Marion und Elena. Ich habe Elena mit dir das letzte Mal, vor 2 Jahren oder so gedreht, ich habe keinen Drehtag gehabt, Drehbücher auf dem Tisch habe, die ein 90er-Jahre-Rollenbild von Frauen oder noch schlimmer, 50er-Jahre-Rollenbild von Frauen verkörpern. Und ich sage, nein, ich mach's nicht. Ich spiele nicht mit. Die Tatsache ist, ich drehe nicht mehr. Okay. Ja. Aber ich kann mich auch nicht so verkaufen. Und ich hatte nicht das Glück, dass da so eine geile Rolle dabei war. Bei mir war es absurd. Das waren die Frauen, die ihre Zahnpasta nicht mehr wechseln, weil sie sagen, ich benutze seit 20 Jahren dieselbe. Das sind nicht wir. Nee. Ich muss jetzt wirklich sagen, die Babyboomer dieser Republik ist eine sehr werberelevante Zielgruppe und wir verdienen es, erzählt zu werden, so wie wir sind. Egal, ob jetzt sich der einige an glatt gebügelt oder runzelig oder sonst was schön, ist doch scheißegal. Es ist wichtig, dass Frauengeschichten erzählt werden. Es ist richtig und deshalb bin ich so froh, dass wir alle hier aufstehen und uns an den Händen halten. Weil ich habe mich ehrlich gesagt in den letzten 2 Jahren, ich dachte, vielleicht liegt es an mir, dass ich nur so idiotische Rollenangebote kriege. Ganz cool. Ja, aber weißt du, ich habe die ganze Zeit. Und dann schämt man sich. Ursula, hör mir mal und zu. Sagt, das letzte ja, Mal. Entschuldigung, ich bin Schauspielerin. Vielleicht Ursula, mich die anderen nicht so Ursula darf dich nicht in Rage reden. Hör mir zu. Ich erinnere mich, und soll ich was Lustiges sagen? Wir haben tatsächlich, Bitte? Mal, entschuldige, das letzte Mal zusammen gedreht. Ich möchte sagen, du warst eine Zicke, die hast du gespielt, die sozusagen eine Managerfigur, eine Zicke ist. Und ich habe, wie immer, die dicke beste Freundin gespielt. Also aber wisst ihr, im Kino passiert jetzt bisweilen schon so einiges. Ja, mag sein, aber Kinoproduzenten schauen sich, wen die sich angucken, mich auf jeden Fall nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ihr anschaut, diesen wunderbaren Film, meine Treffen mit Sam oder so, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ist natürlich Marion, ein internationaler Marion, Film. Ja? Marion, und das halt, ist Marion, stopp, das sind stopp, genau stopp, diese Sachen, stopp, die wir stopp. Sehen wollen, solche Gut. Filme. Super. Aber du hast vorher die Frau Professorin gehört. Es sind 2 Männer auf eine Frau natürlich. In der jungen Zielgruppe. Du, und wenn es älter wird, ist es noch viel schlimmer. Natürlich. Insofern, lasst uns gar nicht abschweifen. Ich muss ganz kurz, bevor wir abschweifen, es kommen ja noch viele dazu. Ja. Ich muss euch, für die Leute, die draußen sind, ich habe euch jetzt beim Paliflux das fixiert. Wenn euch die Kommentare nerven, die über das schöne Gesicht von der Marion und halb über das schöne Gesicht von der Ursula laufen, dann könnt ihr einen Doppelklick machen. Honigglas, erklär doch mal, wie das geht. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Ich sehe euch alle, dass ihr wisst, ich kenne euch. Drückt bitte drauf, wie man kann mit dem Doppelklick die Kommentare entfernen, dann müsst ihr das nicht sehen. Dann könnt ihr nachher, wenn das Video gespeichert ist, dann runterschreiben. Ich finde es Wahnsinn, Ursula, wie du dich auch einsetzt grundsätzlich für das Frauenthema an sich. Marion, es muss sich was ändern. Wir müssen, absolut. Es muss total. Sich was ändern. Marion, ja. Ich nehme dich jetzt raus. Ich bedanke mich. Ich hole noch jemanden gleich dazu. Toll, dass du da gewesen bist. Marion, bis bald, hoffe ich. Und wir sehen uns in Berlin zum Workshop, Marion. Ja. Ich rufe dich an. Ursula, wir beide werden nämlich jetzt, da machst du bitte mit, ja?
einen Workshop geben für die Kolleginnen. Wie kommen wir mit, machen wir das mit Instagram? Sehr gerne. Ich war ja schon bei dir im Kurs. Du warst bei dir, aber noch nicht so viel. Hör mal, nicht so viel. Ja? Ach, süße. So, wo ist denn die, ich sag mal, ich das jetzt nicht, noch für das dich weißt mitgebracht du, weißt habe, du, oder? Und was auch eine Frauenqualität ist und was mir auch auffällt, ist, dass wir Frauen dazu tendieren zu sagen, ja, aber da gab es doch den einen Film, der ist wirklich hervorragend. Oder diese eine Serie, die war wirklich, also da waren mal viele Frauen dabei. Aber die Wahrheit ist, es guck es mal, wer einfach, da ist. Da ist die liebe Inka Friedrich dazu gekommen. Hi. Hallo, Inka. Hi. Hallo. Ich habe das Gefühl, ich störe gerade. Ich bin zu früh rein, aber... Nein. Du kannst nicht stören. Jemand kann nicht stören. Ich habe dich geholt. Ich freue mich sehr. Das ist geholt. Hi, Lady. Ursula, sag noch mal den Satz, den du gerade gesagt hast. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, Inka, was du alles noch mitgekriegt hast. Ich habe gerade, wie du reingekommen bist, gesagt, dass wir Frauen natürlich auch dazu tendieren, den einen Kinofilm, die eine Serie, den einen Film und das eine hochzuloben, wo es dann mal gestimmt hat. Wo die Geschichten erzählt wurden von Frauen, die wir halt nun mal sind in dieser Generation. Ich bin 58 Jahre alt und ich ändere meine Zahnpasta, wann immer ich finde, es gibt eine etwas Besseres für mich. Und und ich bin eine werberelevante Zielgruppe, weil ich auch gerne Dinge, die mich ansprechen, die ich neu finde, die ich aufregend finde, kaufe. Und das finde ich den Wahnsinn. Und da müssen wir ran. Wir müssen an diese Zielgruppenrelevanz rein. Weil das stimmt nicht mehr. Nein, und aber da hängt der Krux und die Sender, unsere öffentlich-rechtlichen Sender, die übrigens von 21 Ursula, Millionen Frauen bezahlt werden. Nein, du darfst nicht in Rage reden. Weil wir müssen jetzt zum Beispiel, wo wir auch ran müssen, ist, dass die liebe Inka Friedrich, unsere großartige Kollegin, seit neuestem die Großmütter spielt. Das finde ich den Wahnsinn. Darüber lass uns mal kurz auch reden. Das ist ja verrückt. Finde ich aber geil, wenn es eine junge, coole Großmutter aber ist. Aber doch nicht immer. Doch nicht immer. Also, nein. Also das war jetzt bei mir, das habt ihr ja vorhin auch schon erwähnt, das haben ja alle Kolleginnen, das kommt dann irgendwann, das ist ja auch in Ordnung. Es war bei mir einfach auch so, dass ich jetzt in einem Jahr meine ersten zwei Großmütter gespielt habe, mit jeweils einer 15-, 16-jährigen Enkelin und einem letzten November 17-jährigen Enkel mit einer Kollegin, die meine Tochter spielt, die circa 10, 12 Jahre jünger ist als ich. Und da denke ich auch, oh, das ist aber sportlich gerechnet. Und wie soll das gehen? Im echten Leben habe ich einen Sohn, der 17 Jahre alt ist. Aber in der Fiktion habe ich einen Enkel, der 17 Jahre alt ist, mit der Tochter und den Abständen, die alle nicht gestimmt haben. Ich habe versucht, mich da durchzufragen, bis zur Redaktion zu telefonieren, was erstmal nicht so ganz gewollt war, dann keine Zeit, dann Eier. Es war mühsam, aber wir haben einen Zoom gemacht am Ende. Und ich habe ein paar Fragen gehabt, wie das rechnerisch geht. Und ja, kam so die Antwort, normalerweise würde man ja Frauen immer jünger schminken. Und jetzt würden sie es eben mal andersrum machen. Sie würden jünger besetzen und ich darf dann hochspielen. Und das wäre mal so andersrum. Und ich glaube, ist es eine geile Rolle gewesen? Es waren zwei schöne Rollen. Ja, da kann ich mich nicht drüber beklagen. Es waren zwei schöne Rollen. Aber trotzdem geht es ja, Ursula, du hast schon recht, es kann die junge Großmutter geben. Elena, hast du denn nicht mit 30 plötzlich 18-jährige Kinder gehabt? Ich hatte das. Ich hatte auch mit 35 20-jährige Kinder. Ich hatte alle möglichen Kinder. Mein Punkt ist jetzt einfach gewesen, dass wenn ich das jetzt spiele und ich gefragt habe, warum darf es denn nicht im Vergleich zu den Männern, die meine Männer da gespielt haben, die dürfen ja ihr Alter spielen. Da habe ich gesagt, ich will mich nicht rauskegeln, ich finde es ja eine schöne Rolle. Warum darf es denn jetzt keine Kollegin spielen in dem Alter? Darum geht es. Das habe ich gefragt. Ja, nein, war die Antwort. Wir möchten ja dein Spiel. Da dachte ich, Ausweichantwort. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich die Rolle ja jetzt schon spiele, was spiele ich denn in 10 Jahren? Da spielst du dieselbe Rolle, weil du so toll bist. Du bist Ursula, nein, toll. Das stimmt ja so nicht. Aber, weißt du, was ich meine? Früher an. Das Problem fängt damit an, und da waren wir gerade, dass in den Redaktionen
auch wenn Fernsehstücke für vier Mitte 50-jährige Frauen entwickelt werden, so hatte ich das von einer befreundeten Produzentin, auf 35 runtergeschrieben werden. Und dann die 35-Jährigen gar nicht die Lebenserfahrung haben für die Person, für die es eigentlich geschrieben war. Da hängt das ganze Ding. Und so rutscht das ganze Ding aus den Fugen, so dass du, liebe Inka, mit der Großmutter landest und sagst, was soll ich eigentlich in zehn Jahren machen? Das Problem fängt schon viel vorher an. Liebe, sag mir, weil ich hole auch gleich noch andere rein, sag mir bitte, was forderst du? Was ist dir wichtig? Also für mich wäre es wichtig, dass wir wirklich mal diese Zielgruppen, diese werberelevante Zielgruppen, worauf sich ja schrecklicherweise auch unser bezahltes Fernsehen immer wieder, also für die ist das wahnsinnig wichtig, eine hohe Einschaltquote zu haben. Und wie kann man das machen? Ich frage mich, wie kann man das machen? Warum wir alle diese Gebühr zahlen, wenn sie sich dann nach Einschaltquote aber jetzt egal, lass uns wie man das machen kann. Wir müssten eigentlich, so wie ich das ja gerade getan habe, womit man wirklich was bewegen kann, eine Petition gründen. Kannst du ins Leben rufen? Also zusammen mit euch. Ich kann das nicht alleine, aber ich dann kann das mit dir. Dann werde ich mit der Silke Burmeester verknüpfen, Palliflux, ja, weil die sich dafür einsetzt, dass ihr euch ansetzt. Ich danke dir auf jeden Fall total, dass du da gewesen bist. Mein Herz, wir sehen uns spätestens in Berlin. Ja? Unbedingt. Und wir tschüss, liebe das. Inka. Das. Vielen, vielen, vielen Dank. 30. Inka. Danke. Inka, liebe, ich möchte noch mal sagen, weil hier gerade ein paar geschrieben haben, ja, wieso, das ist doch nicht schlimm, eine Großmutter zu spielen. Nein, das ist es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass die Kollegin zum Beispiel, die mit dir gespielt hat, die deine Tochter war, 12 Jahre jünger ist. Und das ist natürlich absurd. Dann muss man wirklich sagen, das stimmt ja nicht. Weißt du? Na, das stimmt ja nicht, genau, das war das. Entweder hätten sie da noch eine Jüngere nehmen können oder eben es dürfte eine Frau spielen, die in dem Alter war, nämlich etwas älter als ich jetzt, Inka, ja, die so in dem Alter Anfang, Mitte 60 ist, damit die erstens dargestellt wird, damit das dann auch stimmt mit der Geschichte und der Lebenserfahrung, mit dem Alter der Tochter und der Enkelin, und es nicht so ein altes, klassisches Bild ist, so viel älterer Mann, so viel jüngere Frau, die dann ganz jung ein Kind bekommen hat. Und wenn das so ist, dann hätte man, das hatte ich vorgeschlagen, ja vielleicht eine Qualität draus machen können und sagen, gut, dann hatten die eine Teenager-Schwangerschaft. Gibt es ja auch. Dann macht man so ein Foto im Hintergrund, ganz junges Paar. Und hätte das zum Thema, das wollten sie aber auch nicht. Also du warst, ich möchte sagen, du warst wahrscheinlich sehr unbequem. Ich hole noch eine rein, die unbequem ist. Du scheinst mir aber auch unbequem für die Redaktion zu sein. Das mag man gar nicht, Inka, nicht? Wir waren sehr höflich und ich habe dann, wir haben dann gearbeitet. Hallo. Liebe Frau, bin ich da so reingeplatzt, was? Nein, ich lasse euch ja so reinplatzen, weißt du? Du kennst das auch. Du kennst ich habe da direkt, ich hab direkt was dazu zu sagen. Und zwar zu dem Thema, was Inka mitgebracht hat. Das ist ja ein systemisches Problem. Das geht ja, fängt ja ganz am Anfang schon an von der Karriere. Also bei ganz vielen Schauspielerinnen kenne ich das bei mir auch, dass ich, als ich angefangen habe, immer Rollen an oder sehr oft Rollen angeboten bekommen habe, für die ich gefühlt viel zu jung war, für die ich definitiv zu jung war. Wir haben mir dann einen 20 Jahre älteren Mann an die Seite gestellt, mir irgendwelche strengen Kostüme angezogen, Lockenwicklein in die Haare und irgendwie geschminkt, dass ich irgendwie älter ausgesehen habe. Das ist, kommt ja von ganz, ganz früher, als man angefangen hat, Filme zu machen. Da waren ja die Frauen immer 18 und Humphrey Bogart durfte auch 50 sein, sage ich jetzt mal so bescheuert. Auf jeden Fall hatte sich das irgendwie in den 90ern so weitergetragen und so fing das an. Und dann haben wir doch sofort ein Frauenbild, wo du dich dann fragst, vielleicht als Zuschauerin, meine Güte, ich habe auch so einen stressigen Job, ich habe auch 2 Kinder, aber ich sehe nicht so gut aus wie die Frau. Wie macht die das? Ja, sie macht das, weil sie halt wirklich 15 Jahre jünger ist. Ja, also und damit kriegt man immer so ein verschobenes Bild von Frauen. Und man gewöhnt sich gar nicht an Gesichter, die älter werden. Wir haben gar nicht mehr Bilder im Kopf von Frauen, die normal älter werden. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, das wissen wir. Wir haben ja heute Abend auch schon 2 Kolleginnen gesehen, die schon lange im Fernsehen sind, denen wir dazu gucken konnten auch und die schöne Rollen gespielt haben. Aber es sind halt dann immer wieder die Ausnahmen. Und ich denke,
dass diese Angst vor lebendigen Frauengesichtern irgendwie so wahnsinnig groß zu sein scheint bei manchen Leuten. Das finde ich bemerkenswert. Und da hast du vollkommen recht, und ich muss gerade so lachen, weil die Inka, ich möchte sagen, wenn du so zu einem Casting gehen würdest, würde man sagen, na, die kleidet sich aber jugendlich. Weißt du, was ich meine? Ne? Das würdest also du auf extra gemacht, meinst du? Ja, ja, oder das würde man im Film doch eigentlich nicht angezogen kriegen. So wie du ja, einfach ja. jetzt privat hier kommst. Nein, das ja. weiß ich. Wir werden Stereotype setzen, und das, was du da auch sagst, Birgit, dass wir immer jung sein müssen. Ja, das ist ja, ja das ist eben, weil Schönheit immer gleich mit jung sein zu tun aber hat. Aber warum? Wer hat das geschrieben? Ich weiß, Der männliche Blick möchte das gern sehen, weil sie sich damit, glaube ich, auch selbst verjüngen. Nur die dürfen ja dann trotzdem spielen. Die ja. älteren Männer, also die, ich glaube, es liegt im Auge des Betrachters. Man fühlt sich jünger, wenn man eine jüngere Partnerin, wie es ja so oft einfach auch gibt, an der Seite hat. Und wenn man sie sieht, ist das schön, ästhetisch, macht Spaß, man verjüngt sich auch selbst. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich so mit den Männern identifizieren, vielleicht. Und wenn eine Frau durch die Yellow Press geht und einen jüngeren Partner hat, ich fand das damals so bezeichnend, auch zum Beispiel bei Demi Moore und Ashton Kutcher, wenn der sich dann trennt, ist so klar, dass der sich irgendwann trennt. Weißt du? Dann ja. so, natürlich gut. geht er irgendwann. Ne? So. Ja gut, das gibt es natürlich, also, es gibt es bei Männern natürlich auch. Aber ich finde, was ich auch noch sagen wollte, das war vorhin mal so ein Thema mit den Frauensolidarität, und da kamen am Anfang so ganz viele so Kommentare, dass Frauen gesagt haben, welche geschrieben haben, Frauen seien so garstig untereinander und Frauen wären so neidisch und so. Also ich möchte dazu gerne mal was sagen, weil ich finde, das ist echt ein bodenloses Klischee. Das kann sein, es gibt sicherlich neidische Frauen, weil Frauen sind keine besseren Menschen. Aber das, was ich erlebt habe, und zwar schon seit Beginn meiner Karriere, ist sehr viel Solidarität von Kolleginnen. Wir haben nur sehr selten die Möglichkeit, weil wir ganz selten in der gleichen Altersgruppe eben zusammen besetzt werden. Wenn es aber mal geschieht, ich habe meinen Film gemacht mit drei Frauen gleichen Alters. Da wurde im Vorfeld schon, oh Gott, wie machen wir das? Wir haben nur zwei Wohnmobile, da müssen ja zwei zusammen. Ja und, was ist das Problem? Es wurde immer erzählt, die können dann nicht miteinander, überhaupt nicht, wir haben uns blendend verstanden. Es ist einfach ein totales Klischee, und es wird ein Keil getrieben, immer gerne zwischen Frauen. Auch wir haben uns auch kennengelernt beim Dreh. Wir haben uns auch, wir saßen in einem Trailer, es war herrlich. Aber weißt du, es gibt doch auch diesen einen Artikel von diesem Tagesspiegel-Journalisten, der schreibt, Frauen über 47 wollen keine Frauen über 47 im Fernsehen sehen. Ja, was ist das denn für eine Aussage? Das schreibt aber ein Mann. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Und ich finde es einfach eine Frechheit, uns das wieder zurückzugeben, zu sagen, ihr seid selber schuld, weißt du, so ungefähr. Inka, ganz kurz, Birgit. Inka, liebe, ich nehme dich raus, ich hole noch jemanden dazu. Ich danke dir, dass du da gewesen bist und dass du das erzählt hast und dass du mit bei der Kampagne mitmachst. Sehr gerne. Und wir sehen uns ja auch in Berlin, nicht wahr, Inka? Ich komme zum Workshop. Da machen wir eine mediale Begleitung, das wird der Knaller. Birgit, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Nee, gar nicht. Ich war eigentlich schon fertig mit meinem Satz. Also, weißt du, ich will nur sagen, dass immer gerne auch Keile getrieben werden zwischen Frauen. Das ist natürlich praktisch, wenn Frauen sich gegenseitig bekriegen, dann muss das niemand anderer mehr machen. Aber ich halte das wirklich für ein Klischee, und das muss jetzt endlich mal aufhören. Natürlich sind Frauen keine besseren Menschen, aber sie sind auch keine schlechteren Menschen. So. Und man muss auch keine Angst vor ihnen haben. Und ich finde, es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass wir andere Rollenbilder und Frauenbilder transportieren. Denn wir müssen und wir möchten ja auch Vorbilder sein für die Jüngeren, die nachkommen.
dass die sehen, es ist kein Schreckensgespenst, älter zu werden. Weil das wird einem ja auch immer suggeriert, als wäre es die schlimmste Krankheit der Welt, älter zu werden. Ja, das ist ja das Schlimme. Wir haben ja hier ganz viele Frauen auch drin, Zuschauerinnen. Auch Tina, du bist ja auch noch dabei, ich hole dich auch nachher nochmal rein, die ja unsere Zuschauer im Fernsehen sind. Ja? Und die auch uns ja auch brauchen, weil wir verkörpern doch dass die Geschichten, die man auch selber erlebt zu Hause. Das muss doch sein. Also man will das doch wiedersehen auch. Ja. Und wenn das alles nicht stattfindet, dann ist es doch schrecklich. Sophie, du musst jetzt mal annehmen. Wir möchten gerne Geschichten erzählen über uns, aber was mir noch wichtig wäre zu sagen, und dann halte ich dann auch wieder meinen Mund. Du musst überhaupt nicht deinen Mund halten, bitte dich. Ist, dass ich gerne immer Filme sehe, wo Geschichten über Menschen erzählt wird. Also über über die menschliche Existenz. Und ich finde, das wird wirklich sehr, sehr selten mit Frauen erzählt. Da werden dann Frauenthemen, weiß ich nicht, die dann, die Kinder gehen aus dem Haus oder man ist plötzlich allein und hat keine Arbeit und so. Ist ja auch super. Aber dass man das größer spannt und zu einem menschlich existenziell, wo sich auch Männer mit identifizieren können, mit einer weiblichen Hauptfigur mitzugehen, das würde ich gerne erzählen. Wo es nicht ganz spezifisch nur um ein sogenanntes Frauenthema geht, sondern um ein existenziell, ein menschliches Thema. Und das wird eben, wenn es erzählt wird, sehr, sehr oft mit Männern im Zentrum erzählt. Und das finde ich, also wie gesagt, auch da gibt es Ausnahmen, aber das fände ich interessant, mehr solche Geschichten zu sehen. Und was meinst du, was wir dafür tun können? Du, ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Ich habe vorhin so einen Kommentar gelesen, dann schreibt doch eure Drehbücher selber, hat irgendjemand geschrieben, hallo. Da dachte ich mir, ich meine, was ist das denn für ein Kommentar? Ich meine, ich bin ja Schauspielerin, ich bin ja nicht Autorin. Das ist ja ein Beruf. Ja, das machen ja Menschen, die das gelernt haben oder sich berufen fühlen, meinetwegen als Autorin oder als Autor. Es gibt natürlich Leute, die schreiben dann ihre Sachen selber. Das ist nicht unbedingt immer besser, als wenn es Autoren tun oder Autorinnen. Deswegen finde ich das immer so dahingerotzt, wenn jemand sagt, schreib doch dann dein Kram selber. Also, wir haben übrigens gerade, die Esther Kronenberg ist da und die soll mal anfragen. Das ist nämlich eine ganz tolle Regisseurin, mit der ich auch gedreht habe und die sehr viel mit Frauen dreht. Da bin ich auch ganz froh, dass die zuschaut. Habe ich gerade gedacht, mal Frau Blendl, guten Abend auch, wollten wir mal kurz sagen, die Frau Schade und ich, wie toll, hallo, dass du da bist. Guten Abend, ich wollte großartige Kollegin, auch gerade in unser Alter hineingerutscht, möchte ich sagen, oder? Gerade 47 geworden, so wie du, glaube ich. Ne? Du musst lauter ans Telefon, Birgit. Ich nehme dich raus, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist. Und danke. Wir sehen uns hoffentlich auch in Berlin. Ne? Ja, hoffentlich. Hörst du mich jetzt besser? Ja, du musst lauter. Hast du das Telefon etwa auf den Boden gestellt? Nein, ich glaube, ich muss wirklich in deinem Workshop mitmachen. Warte mal, eigentlich, ich mache mal Ladekabel raus. Entschuldige. Oh Gott, hiermit qualifiziere ich mich auf jeden Fall. So, damit bist du schon... Total. Wie ist dein Bild? Wo erwischen wir dich gerade? Ich bin zu Hause und habe meine Statement-Brille für euch angezogen. Weil ich höre ja jetzt, hörst du mich? Ja, aber du musst lauter reden. Sophie, du musst, ganz kurz, ich muss gleich, die Frau von Kessel, Sophie, du musst einfach auf Annehmen dann klicken, wenn ich das mache. Also ich frage dich an und du drückst auf Bestätigen. Aber das ist auch, du, dein Thema ist es auch die Sichtbarkeit, schon länger, oder? Meins ist ja jetzt die Hörbarkeit. Hören tue ich dich, meine Liebe. Du hörst mich, aber du siehst mich nicht? Doch, ich sehe dich. Wen ich nicht sehe, ist die Frau von Kessel, die ich gerade auch mal reinholen wollte. Dich sehe ich sehr gut, wir sehen dich alle. Okay, super. Und du hörst mich auch. Ich höre dich. Sehr, sehr gut. Dann, ja, also kurz zur Frauensolidarität. Ich will meine Zeit nicht beanspruchen. Ja, Hammer, dass wir uns hier alle treffen. Ich glaube, wir haben diese Fähigkeit total zur Solidarität. Ich glaube, wir Schauspielerinnen, wir spüren so interessant, und das finde ich wahnsinnig interessant, hier bei allen ja zu sehen, wir müssen ja diese ganzen Frauenbilder, die es gibt und die auch Frauen, Schauspielerinnen oder nicht,
immer drauf projiziert werden. Wir müssen die ja darstellen, wir müssen die spielen und wir spüren so besonders, das hat man gerade bei Inka auch gesehen, ich kann das wahnsinnig nachvollziehen, dass das sich komisch anfühlt. Wir spüren dieses Knirschen und das ist was, was mich in meiner Karriere immer wahnsinnig begleitet hat, deswegen die Brille, weil ich seit neuestem, also ich habe zuletzt einige tolle Rollen spielen dürfen, kleine tolle Rollen, wo ich das Gefühl habe, dass auch Sender total auf der Suche sind nach guten Stoffen für uns und danach, wie man die erzählt, dass die aber selber unsicher sind. Also ich habe auch eine Unsicherheit mit dem Sender mir gegenüber gespürt. Ist das jetzt richtig, dass wir Damareile jetzt diese Rolle und soll eine Frau in ihrem Alter jetzt küssen und so ganz, ganz verrückte Themen und immer Brille. Also ich trage immer jetzt Brille, weil ich anscheinend intelligent rüberkomme, schützt man sich. Oh, oh Gott. Entschuldigung. Peter, Entschuldigung. Moment, was ich wirklich lustig finde, dass wir eigentlich alle auch wahnsinnig lustig sind. Uns wird ja Humor so aberkannt. Als wir können damit überhaupt nicht umgehen. Ich fand mich total gut, aber... Du warst sehr gut, dein Ton war nicht gut. Darf ich vorstellen, Frau von Kessel ist mit am Start. Hallo, ich freue mich. Dann doch noch. Nein, aber die Sender sind auch auf der Suche, aber wir müssen natürlich auch uns da zeigen und es darf nicht immer nur eine von uns geben, weil es könnten genau auch wir drei sein. Absolut, also da wollte ich jetzt noch zu meinem Punkt kommen, bitte. Also ich finde, wir Frauen, das wurde heute ganz oft gesagt und das finde ich fantastisch, wir müssen für uns sprechen und ich möchte da noch eins draufsetzen und sagen, wir müssen auch lernen, unsere Rechnungen zu stellen. Da bin ich nämlich zum Beispiel wahnsinnig bescheuert drin. Ich habe gesehen, meine Geschäftspartnerin, ich habe noch ein kleines Business, ein paar, Anna-Maria Kuritsova ist hier drin und die Anna-Maria kann das bestätigen, ich stelle ein halbes Jahr keine Rechnungen. Ich arbeite wie eine Blöde und das verpasse ich dann immer. Und das ist ganz typisch für mich und das kenne ich von vielen Frauen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch, ich kriege dann schon mein Geld, um Gottes Willen, jetzt guckt ihr so geschockt. Aber ich glaube, das kommt noch dazu, also dieses Einfordern und naja. Ja, seinen Wert auch. Es knackt, irgendwas knackt hier, ihr Lieben, entschuldigt, der Ton. Sorry. Irgendwas ist komisch. Sophie, was hast du drin stecken im Handy? Auch wieder schuld. Was, du bist schuld? Frage. Du bist was überhaupt schuld? Nicht schuld. Diese Schuldfrage müssen wir auch mal wegtun. Ja. Oder? Voll. Das ist ja das Schlimmste. Ach, Frau Blende, ich finde auf jeden Fall ganz wichtig, dass du da gewählt, dass wir weitermachen. Und dass wir uns in Berlin sehen, wie wir versprochen haben, oder? Ich komme. Versprochen. Ciao. Ich schau mal jetzt, ob das ist ja doof mit dem Ton. Warte mal. Sophie? Ja? Hast du das Handy irgendwo draufgestellt? Einen Karton. Heb mal hoch, bitte. So. Hast du es in der Hand? Warum ist die Sichtbarkeit für dich wichtig? Warum machst du mit? Also ich finde, dass... Darf ich es wieder abstellen? Sonst muss ich die ganze Zeit das Handy... Ja, wenn du es aber abstellst, machst du den Ton zu. Ah, deshalb. Aber wir beide machen ja den Instagram-Workshop, mein Schatz. Ja. Also, ich finde ja, abgesehen jetzt mal von der Tatsache, dass es eigentlich gar keine Rollen gibt, die es dann gibt, möchte man eigentlich auch nicht spielen. Das wurde aber jetzt ja schon ganz oft gesagt. Dass das irgendwie schwierig ist, dass man ja selber so an den Punkt kommt, wo man sagt, man möchte gar nicht, dass die eigenen Kinder irgendwie sehen, was man da für Sätze sagen muss. Weil man schämt sich ja selber schon so. Und dass da so einfach so ein Problem ist, dass man da irgendwie ein Niveau reinkriegt. Wir haben ja damals dieses, weil das jetzt auch ein paar Mal in den Kommentaren stand, dieses Klimawechsel gemacht, wo das ja mal aufgegriffen wurde, aber das wurde dann auch nie weitergeführt. Das war dann auch zu Ende. Ich glaube, es war eine ziemlich erfolgreiche Serie, aber es gab offensichtlich dann nicht genügend Interesse.
Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es de facto war, aber Tatsache ist, sowas habe ich eigentlich nie wieder gesehen. Also was ich gerade ganz spannend fand, wie klar war, ich habe ja immer Sophie gesagt, ne, weil ich dich nicht reingekriegt habe und irgendwann habe ich gesagt, wo ist denn Frau von Kessel? Ja? Und dann ging eine Kommentarflut los. Die sehe ich ja so gern und wie toll und so. Und da merkt man ja, wie, also du bist einfach natürlich seit, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, aber wirklich viele, viele Jahre dem deutschen Fernsehen tief verbunden und man kennt dich daher, ja, und hat mit dir von Märchen angefangen über dramatische Sachen, große Rollen, ja, ganz viele Sachen mit dir erlebt und gesehen und will das weiter und sagt ja, und das gibt ja auch solche Sätze, naja, aber die ist doch ständig im Fernsehen. Viele Sachen sind auch Wiederholungen, ja, die stattfinden. Man hat selber ein Jahr lang nicht gedreht und alle sagen, wieso, du drehst ja ständig, ich sehe dich ständig. Das sind alles Wiederholungen. Und du willst tolle Rollen spielen, gut verkörpern, aber willst plötzlich nicht das, was einem angeboten wird. Und dafür, da müssen wir hin. Ja, guck, hier wird geschrieben, Klimawechsel war mega. Ja, all das. Warum gibt es das nicht? Ja, und was ich eben auch ganz schwierig finde, ist, das hat aber schon viel früher angefangen, also nicht erst ab 47 plus, sondern schon viel früher, dass man merkt dann, wenn man älter wird, wenn alle Maskenbildner mit den Haarteilen anrücken. Oder? Kein Mensch hat mehr seine Haare. Immer muss ich Haarteile tragen. Und ich denke, warum erzählen wir den Leuten, dass Frauen in unserem Alter so viele Haare haben? Und dann schaue ich mir Sex in the City, diesem Remake an, und die haben megamäßig viele Haare. Also das geht ja schon fast an, ich weiß nicht, das ist schon fast historisch, was die an Haaren haben. Und immer diese Schwelle, diese Haarwelle. Immer Haarteile. Die haben alle so wahnsinnig viele Haare. Und warum müssen wir allen Leuten vorgaukeln, dass man so viele Haare hat, je älter man wird? Ich verstehe es nicht. Ja. Wäre so ein Anliegen persönliches. Du sag doch einfach. Ich meine nicht, dass ich es total genieße. Ich kann dir auch sagen. Herrlich. Ich habe jetzt so eine Spanne hier, weil man rückt bei mir. Bei dir, du kriegst Haarteile. Ich kriege Milien her. Was kriegst du? Ja, und dann werden hier auch so die Lücken ausgemalt. Ich kriege Milien hier, so drauf gesalzt, damit sich das dann aufsprenkelt, dass das aussieht, als hätte ich hier volles Haar und die Massenbilder kommen hysterisch. Wenn der Kameramann oder die Kamerafrau falsch eingeleuchtet, auch interessant. Ich sage automatisch, die Massenbildnerin kommt, wenn der Kameramann, verstehst du? Ja, stimmt. Also auch Massenbildner und so, kommen, um dann hysterisch wieder diese, man kann mir bis auf die Kopfhaut schauen und es könnte dafür kommen. Wenn man aus der Maske kommt, ist man schon komplett gedemütigt. Und man will mir mittlerweile, fragt man immer, sollen wir den Damenbart wegnehmen oder möchtest du das spielen? Oder sollen wir nachmalen? Ich meine nur, also den Darmbad, der muss ja nicht sein, das gebe ich zu. Aber ich verstehe, dass dieses Haarteil. Das ist wie Game of Thrones. Da akzeptiere ich das ja. Aber das ist ja, ich meine, Sex and the City, das sind ja eigentlich, sollen es Frauen sein wie wir. Aber die haben Haarteile, bis der Arzt kommt. Warte mal auf, ich hole die Kronjäger noch dazu. Weil ja, die bitte. Die hat bestimmt auch ein Haarteil drin. Also, ihr seht mal, wie viele Frauen wir sind und wie toll wir sind. Und wir. Frau Kronjäger. Hello. Alle machen schnell ihre Brillen weg. Ja, genau. Ich ziehe sie schnell nochmal an, damit ihr alle aber sehen. Aber wir machen die Brillen nur wegen dem Licht, was sich dann da reinmacht. Ja, ne? Genau. Stimmt. Bin ich hell Hast genug? Du das Problem ich... auch mit den Haarteilen, Nina? Ja, natürlich. Also, aber ich habe mich jetzt wieder dahin gearbeitet, dass jetzt akzeptiert wird, dass ich die nicht mehr tragen muss. Weil wir dann sagen, na gut, okay, es ist halt dünnes Haar oder so. Ne? Lassen wir. Also, hallo Sophie. Hallo. Elena. So toll. Hallo, danke, wie dass schön, ich dabei euch alle bin. Zu sehen. Toll. Ich finde auch, ich muss auch sagen nochmal, ich finde es auch unglaublich, was seitdem die Kampagne gestartet ist, passiert,
dass wir auf diese Art und Weise miteinander reden und dass ich aber eben auch jetzt auf der Berlinale ganz viele Frauen treffe, die ich selber anspreche, denen ich auch den Pinsel in die Hand drücke, den Silke da erfunden hat. Hat sie das erzählt? Habt ihr darüber schon gesprochen? Nee, erzähl du das doch mal kurz, Nina. Okay, das, ist das fand ich eine süße Idee. Ich habe jetzt leider keinen mehr, weil ich habe sie alle verteilt, liebe Silke. Ein Pinsel als Bild dafür, let's change the picture. Das müssen wir mal übermalen und wir müssen das mal neu machen. Und da dran war ein Zettel mit einem QR-Code, wo man dann eben unser Reel angucken konnte. Und weil ich ganz viele Frauen getroffen habe, die gesagt haben, ja, ich habe das Gefühl, das ist auch jetzt so ein bisschen so eine geschlossene Veranstaltung. Kann ich denn dabei sein? Und ich, ja, na klar, guck dir den Film an, dann geh auf die Seite, unterschreibe und dann bist du dabei. Dann bist du auch eine Aktivistin von uns und jede von uns kann uns dann vertreten. So sehe ich das. Sehe ich richtig, oder? Ja. Ja. Marion Kracht schreibt übrigens gerade, entschuldigt, Männer dürfen auch Glatze tragen. Ja, ja. Ja. Ich muss jetzt kurz was verraten. Entschuldigt, eine wirklich lustige Geschichte. Ich habe einen Film gedreht, ich darf noch nicht sagen, was und so. Da habe ich entschieden, dass die Frau keine, also sie trägt eine Mütze. Ja? Und man sieht keine Haare. Es war ein wirkliches, großes Politikum. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe das nicht. Aber wir müssen das erklären. Da habe ich gesagt, warum? Warum müssen wir das erklären? Es ist doch viel, nein, man muss erklären, weil sonst fragt man sich, warum hat die Mütze an? Ich sage, ja, gut, dann fragt man sich das. Ja? Und es war wirklich absurd, wie das Thema, und es war mir unglaublich wichtig für meine Figur, dass ich, weil ich auch keinen Bock mehr, ganz ehrlich unter uns, ich hatte auch keinen Bock auf diese morgens Heißwickler, Millionär, Haarteile und jede 10 Minuten wird an mir rumgezuppelt und es wird immer gesagt, besser kriege ich es leider nicht hin. Verstehst du? Wir müssen damit leben. Was ich noch mal ganz kurz sagen wollte auch, weil ich das jetzt heute, also weil ich das selber auch so empfinde und auch aber gesehen habe heute, dass wir viel über Solidarität sprechen. Und ich war ja heute bei Pro Quote, bei dem Kongress von Pro Quote zum familienfreundlichen Drehen. Und das ist zum Beispiel, ich bin da schon sehr lange, das war ja erst Pro Quote Regie, dann wurde das Pro Quote Film. Und da gibt es ja ganz klare Forderungen und auch immer das Bewusstsein, wir haben ein strukturelles Problem und wir müssen da auch an den Strukturen was verändern. Also wenn die Entscheider in den Redaktionen immer die Männer sind, dann müssen wir daran. Und das ist einfach auch ein Ort, das möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen, ein Ort, wo viel Solidarität stattfindet, weil wir Frauen dort immer merken, wir sind ja eben nicht alleine. Dort führe ich immer die besten Gespräche der Berlinale. Weil alleine. Nein, wir sind nicht alleine. Wir, jetzt nach jetzt, heute Abend. Aber wir müssen uns alleine. Zusammentun. Wir müssen uns zusammentun, um das auch sichtbar zu machen, um auch, ich sag mal, nicht nur, also es geht ja Film und Fernsehen, auch ein Frauen-Panel-Talk, all solche Sachen, verstehst du, das muss doch wieder kommen, Sophie, verstehst du? Und wenn ich euch sehe, wenn ihr reinkommt und es geht ein Aufatmen, entschuldigt, dass ich das zu euch da traue, durch unsere Zuschauer, ja, die sagen, guck mal, wer da ist, dann sehen wir doch, wir haben einfach Fernsehen und ihr, gerade noch mehr als ich, ihr habt einfach Fernsehen geprägt, ja, und das kann man doch jetzt nicht abschalten. Das ist doch verrückt. Man ist mit uns, wir werden gemeinsam erwachsen, aber wir müssen doch auch gemeinsam altern. Ja, und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir eben diese Stereotypen Erzählweisen, weil Sophie, wenn du das sagst, ich schäme mich, Sätze zu sagen. Genau, was habe ich schon gekämpft für Vornamen, dass ich nicht nur die Mutter bin, sondern auch einen Namen habe und nicht immer, also meine zwei Lieblingsregieanweisungen sind, aber spiel's dann nicht zu verbittert. Oder kannst du es noch ein bisschen, also selbst wenn es eine ganz schlimme, haarige Szene ist, wo es böse wird, kannst du es ein bisschen freundlicher auch spielen? Freundlicher. Ne? Immer also das wird mir auch gern gesagt. Das wird mir auch gern gesagt, dass ich freundlicher bin, dass es ein bisschen weicher ist. Dass nicht so hart aber das ist, glaube ich, nicht so ein Alters... Nein, das ist schon immer so gewesen. Nein, aber es ist ja noch schlimmer, weil vielleicht ist das jetzt so, ganz ehrlich, ich werde älter, meine Mundwinkel hängen halt manchmal runter. Und ich, nein, es war gar nicht so gemeint, ich habe mich gerade nur konzentriert. So, ne? Ich habe nichts gemacht. Ich sehe so aus. Ja.
Ja, ganz genau. Aber weißt du, die gute Nachricht, die ich jetzt von Pro Quote auch mitbringen möchte, ist, dass ich mit dem neuen Vorstand heute gesprochen habe und sie haben gesagt, das ist eine ganz tolle Aktion, die ihr da gestartet habt und wir müssen darüber ins Gespräch kommen. Und das finde ich ganz toll, weil das erweitert den Kreis auch nochmal sehr. Und ich habe hier gerade einen Satz. Sophie, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns ja auch in Berlin zum neuen Workshop. Ja, genau. Und hier schreibt gerade jemand, das berührt mein Herz, ich will mit euch alt werden. Das finde ich, oder? Ja, das ich will auch mit euch alt werden. Sophie, danke, dass du deine Zeit, dass du da gewesen bist. Mensch, Nina, ganz, ganz toll. Ich versuche gerade die ganze Zeit, ob wir die Esther Kronberg, die ist nämlich dabei, aber die kann leider nicht teilnehmen. Aber weißt du, wer jetzt noch mit am Start ist? Die freue ich mich auch besonders. Die hat den ganzen Tag gearbeitet, hat aber gesagt, sie kommt abends noch rein. Mal sehen, ob es funktioniert. Frau Reinicke, Mensch. Genau. Hallo. Da bin ich. Ich habe es geschafft. Wir sind technisch gar nicht Muss mich mal besser hinsetzen. Ganz, so, ganz toll. Seht ihr mich? Ja. 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 Wo liebe Frau Reinicke, wir kennen uns ja nicht. Hallo, liebe Elena. Hallo, liebe Nina. Ganz toll. Hallo, liebe alle. So, gibt es eine Rückkopplung? Sag mal was. Weiß ich nicht. Ich sag mal was. Wo hast du das denn? Wo hast du es draufstehen, Ruth? Ich habe hier ein wunderbares Stativ mit einem Ringlicht. Nina, da irgendwas koppelt zurück. Hört mal, ich nehme dich mal raus, Liebe. Ja? Ich nehme das mit, was du gesagt hast. Nicht dich jetzt, Ruth, Nina. Was? Ich nehme dich mal raus, da gibt es irgendeine Rückkopplung. Vom bei Ton. Mir? Nee, hört mal, sag mal was. Ja, ja. Also bei mir koppelt es rückwärts oder nicht oder doch? Geht es? Gut, es geht. Oder? Warum bist du dabei? Also, ich habe mich entschieden in meinem Alter, ich bin 68, das weiß ja nun jeder, weil ich es bei Zeit Online ja auch, haben wir das ja so als Aufschlag gesagt, unser Alter, weil ich finde, dass man nicht aufgeben darf. Das ist irgendwie mein Credo. Man darf irgendwie nicht sagen, uch, jetzt habe ich so viel gemacht, ich habe so viele Jahre Theater gespielt und so viel Film gemacht und so. Es kotzt mich alles an und ich gucke eigentlich gar nicht mehr gerne, weil die Geschichten so langweilig sind. Lass ich doch einfach. Ich kenne davon sehr, sehr, sehr viele, was ich sehr bedauere. Sowohl in der Altersgruppe um 50 als auch um 60. Ich teste das immer ganz gerne. Was guckt ihr denn und so? Gar kein Fernsehen mehr. Deutsches Fernsehen kannst du vergessen. Und das tut weh. Und ich finde, dass man noch eine Verantwortung hat, auch was weiterzugeben. Weil ich denke, wir sind ja auch unsere eigenen Role Models, wenn du so willst, ne? Oder wir geben ja was weiter in eine andere Generation. Und ich will einfach nicht damit aufhören und sagen, naja, so ist es eben, ne? Das ist ja auch so ein geflügelter Satz. So ist es eben, weißt ja. Und nee, das will ich nicht. Und ich habe mich sehr lange mit Altersbildern beschäftigt, noch bevor also ich auf Gesine getroffen bin. Das war ein Glücksfall, also dass sie schon so unterwegs war. Ich hatte auch schon ein bisschen was aufgeschrieben und ich hatte mal so ein bisschen rumgelesen und es gibt gute Studien. Und man bemerkt, man ist eigentlich mit dieser Frage, dieser sogenannten Altersfrage, gar nicht allein. Weil es gibt so viele. Es gibt, hallo Gesine. Hallo. Es gibt eben so viele Bevölkerungsteile oder Gruppen, denen geht es ja genauso. Und das finde ich eigentlich etwas, was mich unheimlich bestärkt. Weil wir können natürlich in unserer Blase wunderbar über uns immer befeuern. Und gerade wir Schauspielerinnen können das ja sehr gut. Ne? Ist ja auch unsere Aufgabe. Aber ich finde, es gibt einen unglaublich realistischen Bodensatz in der Bevölkerung, wo die immer sagen, ja, richtig, macht mal, macht mal, macht mal, macht mal. Und daraus kann man auch eine Kraft ziehen. Weshalb bin ich dabei? Weil ich gerne möchte, dass wir sind jetzt so wunderbar entflammt. Das liebe ich auch sehr, das muss ich sagen, bin ich auch so. Aber ich finde, jetzt muss das in die nächste, weißt du, jetzt muss es weiter. Jetzt müssen wir weiter und jetzt müssen wir hier unseren Kopf anstrengen und auch sagen, was wollen wir eigentlich und an wen wollen wir uns richten.
Und da habe ich jetzt bei der Berlinale, finde ich, ein gutes Feedback bekommen. Ich nehme an, Gesine, du auch oder ihr alle, wie ihr unterwegs gewesen seid. Und die Leslie Molten zum Beispiel, die hat mir heute eine Nachricht geschickt, der hatte ich nach unserer Zusammenkunft beziehungsweise nach unserer Veranstaltung im Delphi Lux, da hatte sie mich nach diesem Zeitinterview gefragt und so, und da habe ich ihr das geschickt. Jetzt hat sie es gelesen. Und die hat mir heute geschrieben und hat gesagt, also pass mal auf, wir wollen mit dem BFFS und zusammen mit WIFT diesen Frauen über 50 in den fiktionalen oder überhaupt in den Medien zusammen beim Münchner Filmfest eine Veranstaltung machen. Und das überlegen sie jetzt. Und das war nur ab 47 plus rein. Wie auch immer. Also 47 plus oder 50 oder vielleicht nehmt ihr die über 60-Jährigen auch noch. Na ja, oder die bald 70-Jährigen. Erst ab 47 plus darf man dahin. Wir werden die begehrteste Party, Frau Reinicke, im ganzen Und ich muss euch kurz. Hey, Elena, ich bin Ruth. Du kannst ruhig du sagen. Darfst du sagen? Ruth, ja. Ich muss euch wirklich kurz was bitten. Wir müssen jetzt alle und ihr da draußen, ihr müsst davon bitte, bitte ein Foto machen, das in eure Story stellen und uns verlinken. Ich möchte, dass wir unsere Gesichter jetzt verschmelzen. Passt auf, ich mache diese Ecke, Nina macht die andere Ecke. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier. Du gehst nach oben. Ruth, du gehst nach oben. Nina, ich gehe nach oben. Höher. Bisschen höher mit dem Auge, Nina. Und die Nase wieder ran. Guck mal. Du musst näher dran, Elena, zu mir. Du musst hoch, Gesine. Du musst hoch. Du musst nach oben. Gesine, du musst ja das Kinn geben. Du musst das Kinn geben. Ich muss das Kinn geben? Ihr müsst hoch. Ja, du musst das Kinn geben, wenn es geht. Ich sehe mich aber oben rechts. Ich sehe mich als Stirn. Hä? Ja, du siehst dich als Stirn. Aber wo müssen wir denn hier? Wir wollen dein Unterteil. Ach, Nina. Ich Nina? Bin da, ja. Nina, komm mal hoch mit dem Gesicht. Nein, du gehst hoch. Du gehst in die andere Richtung. Du musst hoch. Gut, geh mal hoch. Also noch ich sehe höher? Mich, ihr ich müsst hoch. Geh mal richtig hoch. Richtig hoch, Ruth. Steh mal auf. Steh mal auf. Ja, genau. Jetzt geh nach rechts. Sieht grauenhaft aus. Kann ich nicht machen. Super. Guck mal. Geh mal höher. Höher, Ruth. Höher. Gesine auch. Zur Seite mit dem Gesicht. Ich hab so einen kleinen Kopf. Geh hoch, Gesine. Ruth, so super. Geh hoch. Genau. Gesine, geh noch mal höher. 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 Ruth, ein bisschen nach links. Geh nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Gesine nach oben. So, geh nach oben. Schnell, höher, höher, Gesine. Höher, 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 höher. Super! Höher. Ja, es kommt. Jetzt fotografieren. Bisschen runter, Gesine, bisschen runter. So, stopp. Bisschen zurück, Gesine. Bisschen zurück. Bisschen runter, bisschen runter. Gut, nicht lachen. Gerade bitte. Okay, wir sind so ein bisschen. Habt ihr das fotografiert? Ich nicht, aber. Nein, aber das möchte ich mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Und dann geht das nachher rein. Ich möchte auch noch was sagen, was mir gerade aufgefallen ist. Was ihr da gemacht habt, Gesine, du und die Silke Burmeister, und das Silke, du hörst ja zu, was ihr da ins Leben gerufen habt, wofür ihr unentgeltlich sehr, sehr lange schon arbeitet. Ja? Und Paliflux, da müssen wir auch nochmal drüber reden, das meine ich ernst, wie wir das machen. Irgendwann müssen wir auch alle von solchen Sachen leben. Ja, und Paliflux macht eine Plattform, die sich darum kümmert, die das macht. Und auch die müssen irgendwie überleben. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn wir Frauen uns so sagen, wir machen jetzt was und stecken unser ganzes Herzblut rein. Männer sind das knallhärter. Entschuldigung, knallhärter ist auch kein Deutsch. Aber die sagen, so ab jetzt muss es profitabel werden, sonst kann ich das nicht weiterführen, weil ich muss zumindest meine Miete zahlen. Das machen Frauen nicht. Die machen einfach weiter. Ganz oft. Bestimmt. Ich möchte da an der Stelle nochmal, weil jetzt Silke und ich ja hier wirklich sehr oft erwähnt worden sind, aber und eben Paliflux, die Simone Glöckler, die mit bei Paliflux ist und die Mimi, die uns die ganze Zeit unterstützt hat, ohne die wir das nicht geschafft hätten, aber vor allem auch Miriam Knickriem, die uns die Fotos gemacht hat, die eine solche unglaubliche Arbeit hatte, die Schauspielerinnen zu koordinieren und vor die Linse zu kriegen. Und der Michael Ruppert und Chris Jungermann von Snoop, die uns dieses tolle Reel geschnitten haben, denn das hätten wir selber ja gar nicht so machen können. Und das waren alles die Leute, die ehrenamtlich jetzt seit einem Dreivierteljahr arbeiten wir daran. Und Nina hat uns auch ganz tolle unterstützt in der Akquise der Kolleginnen. Und so, es waren so viele, die jetzt wirklich ganz toll uns unterstützt haben. Und da möchte ich mich auch bedanken, weil natürlich jetzt Silke und ich sind so in der Front. Aber wir sind ja nicht alleine. Wir sind wirklich ein ganz, ganz tolles, großes Team. Und Ruth, nochmal, was du da gerade gesagt hast, nochmal anschließend.
Natürlich. Also wir haben immer gesagt, dieses Reel ist so der erste Aufschlag. Ne? Wir bringen jetzt so einen Stein ins Rollen. Aber wir wollen nicht, wie in den letzten Jahren, dass es so nach 2 Wochen wieder so verpufft. Und genau. Dann ist eigentlich alles wieder wie vorher und dann gibt es so 3 genau. Frauenfiguren mehr im Fernsehen. Sondern wir wollen jetzt wirklich dranbleiben. Und was Silke vorhin schon gesagt hat, es wird also mit der ARD Digeto planen wir einen runden Tisch, beziehungsweise mehrere runde Tische. Wir werden uns zusammensetzen, wir werden uns das ganz genau angucken. Und bei den anderen Sendern versuchen wir ins Gespräch zu gehen und wir werden jetzt weitermachen. Ich war ganz am Anfang und habe jetzt die ganze Zeit meinen Kolleginnen zugeguckt und ich muss sagen, ich bin 35 Jahre in diesem Beruf. Wie alle schon gesagt haben, wir sind immer nur einzeln. Ich kriege wirklich fast Tränen vor Freude darüber, wie offen ihr hier alle gesprochen habt, wie ehrlich ihr alle wart. Und ich habe so seit eben dieser Woche, seitdem diese Kampagne losgetreten ist, so das Gefühl, es ist wie so ein Korken aus der Flasche. Und alle Frauen, weil wir sind so, es ist so viel tabuisiert worden, was wir alles nicht sagen dürfen. Nee, mach das nicht und tu so, als geht's dir gut. Und ich weiß nicht, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht sagen. Und plötzlich sprechen wir und plötzlich reden wir darüber, dass wir eben eigentlich dünne Haare haben und dass wir das alles nicht mehr wollen. Also das ist das, was ich so ein Geschenk finde, dieses, wir hatten den Plan, dass wir uns verbinden und es findet statt und ich empfinde das als etwas ganz, ganz Tolles, als ein ganz großes Geschenk. Vielen Dank dafür. Gesine, es ist großartig. Danke Wort. Dir. Vielen Dank. Nina, ich würde dich kurz rausnehmen, weil ich möchte die Silke Klar. holen. Weißt du? Natürlich. Das wäre also, ganz toll, dass du da gewesen bist. Ja, vielen, vielen bis Dank. Bis bald. Behaltet es im Kopf. Pro Quote. Wir behalten das alles im Kopf. Wir sehen uns auch in Berlin zum Workshop. Ich möchte noch mal sagen, bevor die Silke jetzt kommt, ich finde die Idee, da haben viele geschrieben, sie würden gern was spenden. Ich finde, ihr solltet auf der Palliflux-Seite eine Spendenbutton machen oder eine Kontonummer angeben, damit so eine Arbeit entstehen kann und weitergeführt werden kann. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und das kann man wirklich machen und das kann man auch guten Gewissens machen, weil wir alle müssen unsere Miete zahlen. Ja, und die Frau Burmeister hat das einfach ins Leben gerufen, weil sie sagt, das ist wichtig, die ja noch nicht mal Schauspielerin ist, ja, und davon was hätte. Verstehst du, Ruth, wo ist sie denn? Palliflux, wo ist es denn schon wieder? Also während Silke gleich auftaucht, da hatte jetzt gerade jemand geschrieben, was ist denn mit Netflix und Konsorten? Ne? Also da muss man leider sagen, also ich weiß es jetzt oder krieg's nur mit von den Streamingdiensten in Deutschland, aber die Zielgruppen, der Streamingdienst bis 29. sind noch jünger. Sind noch jünger genau. als alle anderen. Genau. Da sind wir, ich möchte euch was sagen. Ich habe Friedliche Weihnachten gedreht. Ich möchte das kurz sagen. Nichts gegen die jungen Kollegen, großartig. Wir 4 Alten, ja, sozusagen, haben die wenigsten Drehtage gehabt, ja, weil wir einfach, wir sind dann halt gute Staffage und lustiges Beiwerk, sozusagen. Silke, wie schön dich wieder in unserer Mitte begrüßen. Ja. Ich freue mich auch, weil ich möchte was sagen. Ich habe total dicke Haare. Wenn ich irgendwo, ich bin ja auch manchmal in der Maske oder beim Friseur und die so, oh, du musst was damit machen. Das gibt's ja gar nicht. Und ja, also siehst du, und weil du so dicke Haare hast, soll ich jetzt auch, ich habe die aber nicht, Silke. Und es gibt ganz viele da draußen. Bitte schreibt, ob ihr auch so dünnes Haar habt wie ich. Ich habe leider auch sehr viel Busen und könnte auch von den Busen was abgeben. Aber nochmal ganz kurz zu dem Bezahlen. Wir haben auf der Website, gerade auch bei der Kampagne, wir haben so Fund the Picture eingerichtet. Also wir haben so ein Unterstützerding eingerichtet. Habt ihr? Und, ja, haben wir. Und ganz, also auch Palliflux lebt ja da vom freiwilligen Bezahlen, dass Leute sagen, hey, finden wir super, was ihr macht. Wir geben da 4,50 € im Monat oder so. Das haben wir. Aber toll, dass du es nochmal erwähnt hast, Elena. Ja, ich wusste das tatsächlich nicht. Ich habe das gerade gedacht. Und ich habe neulich, ihr Lieben, ich möchte was sagen. Ich habe neulich wirklich für 2 Sachen Spendenaufrufe gemacht und ich habe insgesamt 53.000 € an Spenden für die Organisation zusammenbekommen, weil ihr da draußen so großartig seid, weil ihr meine Community seid. Und ich finde, wir können da auch was tun, gerade die über 47 plus sind. Lass es 1 € sein, lass es 2 sein. Wenn wir alle zusammentun, kann die Silke ihre Miete zahlen und kann solche tollen Sachen weitermachen. Nein, das ist mir einfach wichtig, ich muss es sagen. Ich muss es einfach sagen. Gesine, du drehst halt einen Film, ne? Ja. Und ziehst halt die Stöckelschuhe und die Bauchweckhose an. Und ja, darf ich zur Bauchweckhose noch was sagen? Bitte. Das ist sehr witzig, weil ich drehe ja gerade eine Serie, Hotel Mondial.
Und da war das so, da, also wir Frauen haben ja selber diesen patriarchalen Blick, ne? Und diesen, oh, wir müssen aber so und so aussehen und gefallen und so. Bei Mondial ist es so, dass ich mich täglich in diese Bauchweghose quetsche, weil ich meine Dellen nicht sehen möchte. Und die Kostümbildnerin zu mir sagt, Gesine, das ist total von gestern. Zieh das Ding aus, du darfst die jetzt haben. Also das ist halt auch noch, unser eigener Blick ist ja so wahnsinnig streng. Also wir müssen mit uns selber auch, glaube ich, noch mal ein bisschen netter umgehen. Das stimmt. Liebe Ruth, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist. Ja? Und ich hoffe, dass wir uns persönlich kennenlernen werden bei dem großartigen Workshop. Wir haben schon mal zusammen gedreht, liebe Elena. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, ja, während des Lockdowns in Münster. Aber nee, pass auf, wir haben nicht zusammen gedreht. Du hast oben mit dem Volker gesessen. Mit dem Ernst, aber Ernst, ist egal. Und du hast mit Henning Baum dafür gesorgt, dass wir in der Nacht, weil es nichts zu fressen gab, noch irgendeine Pizza hatten. Stimmt, weil wenn ich nichts zu essen kriege, dann stimmt, wir haben da gedreht. Genau. Mensch. Und was Elena, das schön ist, man Brainfork. Das alte Paar, die zu ihren Enkeln fahren, das richtig. Möchte ich nur sagen, und der, genau. Mann, der Mann stirbt hier noch unterm Tisch weg. Genau. Ja? So. Auf dem Flughafen. Auf dem Flughafen stirbt der Mann. Genau. Ja, ja. Und ich habe das zu essen in diesem absurden Hotel, wo man uns hinverfracht. Mhm. Im Niemandsland. Mhm. Mit Lockdown. Gut, aber wir werden uns jetzt. Aber abschließend, ich wollte noch eine Sache sagen. Nochmal abschließend zum Nachdenken gebe ich noch was auf den Weg. 2030 wird knapp die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre sein. So, und jetzt, ihr Süßen, gute Nacht. Noch was vor. Wir haben richtig was vor. So, ich hole jetzt nochmal zum Abschluss unsere Zuschauerin rein, wenn die noch am Start ist. Ne, dann sehen wir ja auch gleich, ob wir von der Zielgruppe her eben auch noch lange wach sind. Weißt du? Das ja auch, ne, für wann wird... Sie ist wach! Unsere Zuschauerin ist wach! Die ist sie hat ihre Fernsehbrille auf. Ich habe mal genau, damit ich die Kommentare lesen kann. Ja, alle haben die Brillen, das ist so geil! Das meine ich ja auch. Ich bin, darf ich was sagen? Ich bin so beeindruckt. Also, das sind die tollsten Schauspielerinnen, die ich in meinem Leben, und ich kenne sie alle. Ich verwechsel wahrscheinlich die Namen, aber ich bin so beeindruckt und ich danke dir, liebe Elena, dass ich echt ein Teil davon sein darf. Weil, Elena, du machst das großartig, wie du die Menschen hier reinholst. Doch, Elena, du musst dir das verdammt nochmal auch anhören. Du bist spitze. Und wie du das hier machst mit deinem Kanal, wie du deine Kolleginnen mit reinholst, ich finde das mega. Und ich habe dir das am Anfang gesagt, wo wir beide uns kennengelernt haben, über diese Plattform Instagram, dass du und ich so zusammengefunden haben. Das ist so ein Geschenk für mich. Und dass das hier möglich ist, 47 plus, mehr Sichtbarkeit für die Frauen, ich finde das so mega. Und ich, wenn ich dazu was beitragen kann, ich werde das von Herzen gerne tun. Du bist ein großer Schatz. Ich danke dir. Und ich danke euch allen für diesen wirklich großartigen Abend. Ich werde den jetzt in meinen Feed stellen. Ich bitte, dass wir den alle teilen. Esther Kronberg ist da eine wirklich große, du weißt, dass ich Regisseurin nicht aussprechen kann, auch Regisseur kann ich aussprechen. Ich habe mit dir zwei Filme gemacht und es war mir eine große Freude. Ich mache mit dir einen Art-Workshop, Elena. Wir sehen uns alle in Berlin. Tina, du kommst da auch, ja? Wenn ich da bin, unbedingt. Na, du kommst da hin, weil wir bringen unseren Kolleginnen Instagram bei. Verstehst du, damit wir zumindest auch Social Media mäßig richtig sichtbar werden. Oh, stimmt's? Das, also, wenn es das Einzige ist, was ich dazu beitragen kann, dann tue ich das von Herzen gerne. Danke dir. Elena, ich muss jetzt auch noch mal was sagen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, weil du bist ja sowieso auch eine Frau, die man verfilmen müsste. Ich meine, du hast 4 Kinder. Du hast ja im Grunde mit deinem Instagram-Kanal einen eigenen Fernsehsender aufgemacht, wenn man so will. Ich meine, es gibt Sender, die haben weniger Zuschauer als du. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also, dass du jetzt da so reingesprungen bist und die ganze letzte Woche eigentlich, also wir hatten ja eine Standleitung, hier so für uns noch gebrannt hast und das alles gemacht hast. Danke. Das ist ganz toll, Elena. Das war super. Und ich sag euch was, ich habe heute ist die Idee geboren,
lasst uns hier, das ist ja mein Fernsehsender, das ist mein Sender. Genau. Wir können hier alle, hey, ich habe die geilsten Schauspielerinnen da heute gehabt, was ich normal, könnte ich gar nicht zahlen normalerweise. Ja, eben. Ich werde mir jetzt Sachen ausdenken, wir werden Filme drehen und das wird hier Ulich TV und ich meine, das wird Bäm, verstehst du? So. Da hast du jetzt, das muss ich jetzt auch noch als letztes, das machen wir, aber das ist auch so ein Gerücht, was ich einmal kurz hier widerlegen möchte, weil es, das kriegen wir wirklich auch gesagt, dass man nicht mehrere von uns in Quatsch, einen Film besetzen kann, weil wir zu teuer sind. Das ist so ein Blödsinn. Wir sind als Frauen die Schnäppchen, wir kriegen Gender Pay Gap mäßig sowieso 30-50% weniger und das hat hier alles nichts mit Geld zu tun. Das sind nein, alles Ausreden, meine liebe Redakteure. Nein, das ist ein falsches Bild. Ich drehe auch fürs ZDF nicht mehr, wenn die meine Gage nicht erhöhen, weil die behandeln mich wie ein Penela. Ich sag dir, das sage ich hier öffentlich, ich drehe fürs ZDF nicht mehr, wenn die meine Gage nicht erhöhen. Ich hoffe, es haben alle gehört. Jetzt. So, nee, wirklich. Das ist unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Ja, vor allen Dingen der Knaller ist ja, dass die Männer ja wohl tatsächlich deutlich mehr kriegen. Ich meine, das finde ich ist ein ganz, deutlich. Ganz, muss das nächste große deutlich. Thema sein. Ja. Dann machen wir die nächste, dann machen wir das nächste extra Örtchen bitte über Gender Pay Gap. Bitte. Ja, Pay Gap, wir machen nur noch Örtchen. So sieht's ja. aus. Silke, ganz, ganz toll. Ihr bitte alle macht weiter. Ich stelle euch nachher diese Dinger, wo ihr Zuschauerbriefe machen wir. Tina, das wäre ganz toll, wenn du das teilen könntest, wo die Leute Zuschauer, weil du hast ja auch die, die uns zuschauen im Fernsehen, dass diese Zuschauerbriefe und wenn da morgen beim ZDF und bei der ARD eine Flut eingeht. Ich möchte auch nochmal, Elena. Ja. Elena, eins möchte ich auch noch sagen. Und zwar, hieß es ja immer, oh ja, lass uns eine Petition machen, Petition, super. Was ich sagen will, ist, wir haben ja auf unserer Website, haben wir ja schon eine Liste an UnterstützerInnen. Also da sind jetzt, glaube ich, schon knapp 300 Leute, die unsere Kampagne unterstützen. Da sind auch, haben ganz viele Prominente jetzt noch irgendwie dazu sich eintragen lassen, aber auch ganz normale Leute und nicht nur Frauen. Und das ist irgendwie jetzt auch schon mal ein ganz toller erster Schritt, weil es wird irgendwie echt stündlich mehr. Und das ist ja auch ganz toll. Also da sammelt sich das gerade schon. Und dann kann ja eine Petition auch ein nächster Schritt sein. Also nur wie gesagt, wenn man jetzt denkt, hey, ich will schon mal sagen, ich finde dieses, wir brauchen ein zeitgemäßes Frauenbild in Film und Fernsehen, dann kann man da jetzt unterschreiben und das sieht schon sehr, sehr super aus, weil es ganz, ganz, ganz viele schon sind. Also ja. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 300. Da bitte, also über 300 finde ich noch ein bisschen wenig. Tina, das werden wir ein bisschen ankurbeln, dass das unterstützt wird. Und ich möchte sagen, dafür die möchte ich jetzt gerade mal eine Lanze brechen, ja, dass die Digeto sich das wirklich anhören. Das ist die größte Produktionsfirma, ja, die wir in Deutschland haben. Ja? So sehr ich aufs ZDF schimpfe, so sehr liebe ich die Digeto. Die zahlen auch anständig. So. Ne? Ja, super. So ist das mit dem Leben. Es war eine große, große Freude. Ich danke euch. Ich danke allen, die dabei gewesen sind. Vielen Dank, Tina, stellvertretend für alle Zuschauerinnen da draußen. Du bist ein großes Herz, danke, Gesine. Deine Kraft möchte ich mal haben. Und hey, Silke, dass wir werden uns auch noch anders begegnen. Ja, ich habe mit dir gedreht. Ich weiß, was du für eine Kraft hast. Aber du auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Es hat mich gefreut. Jetzt muss ich euch alle entfernen, sonst kann ich nicht Schluss machen. Das ist ja völlig absurd. Warte mal. Oh Gott, es tut mir leid. Ich muss euch alle entfernen. Es tut mir so leid. Es war so toll. Ich bitte, bitte, bitte lasst uns das wieder machen. Ihr seid alle Bäm und es ist wirklich großartig. Und wenn ich euch was bitten darf, bitte liked und teilt dieses Video. Ich weiß, ihr seid technisch begabt. Unten drunter, ich werde das nachher in meinem Feed posten. Ihr drückt einfach auf die Schwalbe und ihr stellt das in eure Stories. Das muss gesehen werden. Das ist wirklich wichtig. Ich meine, schaut mal, wie viele tolle Schauspielerinnen wir dabei hatten. Die kriegst du normalerweise in keinen Fernsehfilm rein. Ja? Aber die waren alle hier. Die haben alle gesagt, das machen wir. Und deshalb teilt es bitte. Ganz toller Abend war das. Vielen Dank. Ihr habt mein Herz berührt. Das tut ihr ganz, ganz oft. Und es ist ganz toll, dass es euch gibt.